And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast. Herzlich willkommen zum neuen Just Bring It Podcast. Und wir sind zurück. Wir dürfen wieder über das erste Quartal von AEW sprechen. Und natürlich mache ich das nicht allein. Ich habe natürlich wieder meinen besten Unterstützer dabei hier. Er ist nicht nur jemand, der den Mut hat, Sachen anzugehen, sondern auch jemand, der weiß, dass man bestimmte Sachen einfach nicht macht. Und dafür ist er heute wieder hier, um mit mir über AEW zu sprechen und sich von seiner besten Seite mit sexy, noch halb Krankheitsstimme zu zeigen. Hier ist für euch der Florian. Hallo Florian. Grüß dich. Hi. Hallo natürlich auch an alle da draußen. Ja, ich habe noch ein bisschen nasale Stimme, weil einige von euch sicherlich mitbekommen haben, wir sind noch 2-3 Wochen vom 16 Karat Gold entfernt und da hat es so einige Leute mit Karat-Corona erwischt und ich war tatsächlich einer davon. Ich habe es endlich zum ersten Mal gekriegt. Das ist tatsächlich der erste Podcast, seitdem ich es nicht mehr habe. Deswegen ist jetzt so ein bisschen die Trainingseinheit quasi und schauen wir mal, wie ich so durchhalte. Falls ich also irgendwann mal, falls mir die Luft wegbleiben sollte, dann bitte das zu verzeihen. Dann spielen wir Werbung ein. Ja, super. Ja, du hast gesagt, Karat. Wir haben uns endlich mal wieder beim Karat getroffen. Wir treffen uns irgendwie jedes Jahr ja kurz beim Karat. Dieses Mal sogar ein bisschen länger. Ja. Und ja, so mal ganz kurz. Karat-Rückblick. Wie hat es dir gefallen? Ich hatte viel Spaß. Das waren jetzt wrestlerisch gesehen vielleicht nicht die mega besten Shows überhaupt, die drei. Aber das ist nicht mein Anspruch beim Karat, zumindest im derzeitigen Format der WXW. Oder auch generell ist es dann eher mehr so die große Feier, alle Leute mal wieder zu sehen. So. Aber es gab sicherlich einige coole Matches. Ich denke mal, so jemand wie Commander hat natürlich seine Marke hinterlassen und speziell beim Six-Man-Tag-Team-Match am Sonntag, ich glaube, da ist dann kein Auge mehr trocken geblieben. Das war schon echt großes Kino. Aber insgesamt, das hat alles schon eine ganze Menge Hand und Fuß und ich freue mich, dass die WXW die Pandemie, das heißt, überstanden hat. Aber nichts daran zugrunde gegangen ist, wie so viele andere Promotions auch und ja nicht nur aufgrund von Corona-Pandemie, sondern auch von Speaking Out, was ja doch ein Thema auch bei der WXW gewesen ist. Ja, klar. Aber produktionstechnisch ist das natürlich eine der besten Sachen, die wir so in Deutschland haben. Die Tribüne ist eine willkommene Ergänzung und ein weiterer Dorn im Auge, sodass man wesentlich früher an der Halle sein muss, weil der Kampf um die Plätze sicherlich nächstes Jahr nicht einfacher sein wird. Stimmt. Aber die Entwicklung ist zumindest immer weiter zu sehen. Und dafür ist ja Karat auch so ein kleiner Indikator, wie es weitergeht, was man macht, wen man einlädt und so. Und ja, also es waren auf alle Fälle drei schöne Tage. Wettertechnisch so ein bisschen mal schlecht, mal gut, mal schlecht. Immer ziemlich gut umrahmt quasi. Ach. Ja, aber ich hatte auf alle Fälle Spaß, die Leute, dich inklusive dir natürlich und deiner Frau mal wiederzusehen, war eine echt schöne Sache. Da ist die Zeit dann immer dann doch irgendwie zu kurz, ne? Weil total. Man dann doch zu viel, weil man also jetzt im Nachhinein, wenn man dann auf Twitter auch so liest, ja, ich war da und da und wie, du bist der und der und ich habe dich da und da gesehen und das vergeht immer so schnell. Ja. Die Zeit von Einlass bis zur Start der Show ist ja so meist der Hauptverkehrspunkt, wo man dann so alle Leute und alle Gesichter sieht. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Also macht auch immer Spaß, ja. Ich habe es auch geschafft über das Wochenende, das habe ich danach auch mal erzählt, meine Podcast-Kollegen am wenigsten zu sehen. Ich habe mich so viel mit Leuten unterhalten, die mich alle angesprochen haben, dass ich die eigentlich kaum gesehen habe an den Tagen. Ja, so ist das. Besonders mit den Leuten, mit denen man sowieso viel Zeit verbringt. Ne? Das, also, so doof es klingt, es sind die Leute, mit denen man vielleicht auch am meisten Zeit verbringen möchte, aber man tut es ja sowieso. Mhm. Ne? Deswegen hat man sich vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu erzählen, als wenn man irgendwelche Leute sieht, die man noch nie getroffen hat. Ja, und dann erzählt man sich da was und dann wundert und da geht die Musik los und du gehst auf deinen Platz und ja, wieder irgendwas verpasst. Ne? Ja. Aber das ist ja das Spannende auch letztendlich. Ich stand auch jeden Tag im Merch-Bereich auf einmal im Dunkeln, weil es weiterging, weil ich mich da schon wieder verquatscht hatte. Jeden Tag. Das ist aber auch ein gemeiner Rauswerfer, dass da einfach dunkel wird. Ja. Ne? Also, das ist ja auch echt gemein. Ja, aber der Bereich bietet sich ja dafür auch an. Also, ja. Dass man plötzlich da von Leuten, da hinten auch noch, um Gottes Willen. Ja. Und ich mag den Merch-Bereich und spielen alle eins, weil da hat man wenigstens Platz. Und das ist nicht so gedrückt wie in der Zweierhalle. Das ist ja dadurch, dass die ja nicht mehr den hinteren Raum nehmen, sondern alles vorne machen, alles sehr eng. Und ich mag das ja, Turbinale 1, das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommen wir dahin, wo wir nicht live waren, aber wo wir auch vieles gesehen haben. Nämlich, wir wollen ein bisschen auf AEW schauen. Du hast schon gesagt, wir können ganz frisch anfangen, weil wir sehr spät im Jahr aufgehört haben. Das heißt, wir können direkt im Januar starten. Und das ist schon eine schöne Sache.
Das heißt, wir dürfen direkt starten mit dem 4. Januar sogar. Wenn ich keine andere Show vergessen habe, mal wieder davor, aber ich glaube nicht. Ne? Nee, das passt. Ja, Dynamite Nummer 170. Die aus dem Bild, Frau. Die hat mir einen Clown gefrühstückt heute, meine Frau. Ja, Dynamite 170. Wir haben angefangen mit Ricky Starks und Chris Jericho im Match. Das ist auch so eine Story, die ist aber auch bald durchgekaut, oder? Die war zu dem Zeitpunkt schon irgendwie vorbei, weil Ricky Starks ja auch gewonnen hat. Mhm. Und was ja auch so ein bisschen, ich meine, Ricky Starks und Chris Jericho, eine der Fäden, die ja die Monate dann auch hin zu Revolution bestimmt hat. Ja, und fing halt an mit einem Sieg von Ricky Starks gegen Chris Jericho. Mhm. Er musste sich aber dann irgendwie trotzdem noch beweisen. Das war irgendwie die falsche Reihenfolge, oder? Ja, das kann AEW gut. Die Momente, die eigentlich gut sind, auch mal in der falschen Reihenfolge bringen, was nicht unbedingt jetzt mega schlecht ist, aber immer so den ich zumindest habe mich dann eben gefragt, okay, aber du hast ihn doch schon besiegt. Ja. natürlich Fluke Victory und so, Chris Jericho kann sich natürlich rausreden und das hat er auch sehr, sehr lange Zeit getan und dann in verschiedensten Konstellationen mit Angelo Parker, mit Matt Menard, mit Daniel Garcia, hin und her und Hü und Hot und Action Andretti wurde dann noch eingeführt und hin, also du hast das in unterschiedlichsten Konstellationen gesehen, du siehst dann auch, wie lange diese Storyline eigentlich tatsächlich ging. Mhm. Aber ja, nichtsdestotrotz eine Fehde, die Ricky Starks ja im Endeffekt dann auch weitergeholfen hat, ja, und ihn ja auch dann positioniert hat, auch wenn er jetzt irgendwie gerade ein bisschen verloren ist. Wie kannst du sagen, der ist verloren? Er hat Juice Robinson jetzt. Das kann man doch gar nicht verloren. Genau, sein. Genau das meinte ich. Ich hatte mit dem Bullet Club zu tun. Mein Lieblingsstable. was jetzt muss ja nicht schlecht sein, um Gottes Willen. Speziell im Hinsicht auf Forbidden Door und was nicht alles noch passiert. Aber das sind auch nochmal 3 Monate bis Forbidden Door, ne? Glaube ich, oder? Richtig, aber das Richtige ist im Juni. Knapp 3 Monate, aber 3 Monate gehen auch schnell rum. Bis dahin haben wir aber auch noch ein AEW-Pay-Per-View. Also, ja, stimmt. Richtig. Und Juice Robinson ist ja, würde ich sagen, Bullet Club im Namen. Weil er ja auch jetzt zuletzt wieder bei New Japan gesehen war. Aber er ist nun mal ein AEW-Wrestler primär derzeit. Und AEW ist nun mal keine Bullet Club-Promotion an sich. Ja, er ist der einzige Mann da. Aber ja, ist jetzt auch irgendwie wieder Beschäftigungstherapie. Ricky Starks hatte schon seine Chance gegen MJF letztes Jahr, deswegen ist er jetzt mal nicht dran. Und Will Hobbs ist dran mit dem TNT-Titel. Vielleicht können wir das ja nochmal zusammenführen in Zukunft. Ja, ich meine, wir sehen ja auch mal, wir haben ja hier Main-Event-TNT-Titel, zwei komplett andere Leute mit Darby Allin und Samoa Joe. Ja. Cooles Match übrigens. Mhm. Nicht das Darby Allin gegen Samoa Joe Match, was sicherlich den meisten Leuten im Kopf geblieben ist. Das kommt erst noch. Aber ja, es ging dann über Darby Allin und wieder Samoa Joe und hin und her und hier und dort und sind jetzt letztendlich bei Will Hobbs gelandet. Wie siehst du denn den TNT-Title im Moment so ein bisschen? Der ist ja jetzt viel gewechselt. Ja, ist das ein Problem für dich? Ja. Per se nicht, weil wenn du eben, der World-Title ist ja jetzt, nachdem dieses ganze Don Moxley ist hier ein paar hin und her jetzt aufgelöst wurde, ist es ja jetzt ein klarer Titel, der einfach nicht dafür gedacht ist, jede Woche zu wechseln. Deswegen habe ich keine Probleme damit, dass der TNT-Titel dann eher öfter wechselt. Natürlich, das ist immer so diese Grundsatzdiskussion, lange Regentschaften, die dominant sind, ist ja nun mal auch gerade das sicherlich das Hauptthema der Wrestling-Welt mit Roman Reigns zum Beispiel, bei der WWE, gegenüber einer kompetitiven Division, die eben gleichzeitig auch aussagt, viele Leute sind auf einer ähnlichen Stufe. Das ist der TNT-Titel, viele bezeichnen es ja auch als heiße Kartoffel, möchte man ja auch vielleicht, wenn man es ein bisschen despektierlich auch bezeichnen möchte. Die wechselt nun mal oft, dieser Titel. Mit Samoa Joe hat man, ich finde, man hat dieses Jahr eine ganze Menge richtig gemacht. Darby Allin als TNT-Titelträger ist grundsätzlich eine coole Sache. Samoa Joe als König des Televisions quasi, ja auch noch als Ring of Honor Television Champion, da hat das alles sehr gut gepasst. Und ich finde, das, was man jetzt mit Will Hobbs macht, das finde ich echt gut. Ja. Dass er zum einen cool aufgebaut wurde mit seinem Book of Hobbs und mit seinen Segmenten und Vignetten und Promos. Und jetzt über dieses QTV mit QT Marshall und
dass man da so ein bisschen die Gegebenheiten des echten Lebens Wer hätte gedacht, dass Cutie Marshall da nochmal so einen komplett neuen Schwung bringt? Ich hatte erst ein bisschen Sorge, als ich gesehen habe, Cutie Marshall jetzt an der Seite von Will Hobbs, obwohl das ja kein schlechter ist, ne? Will ich da gar nicht sagen. Aber die Darstellung von Cutie Marshall bisher war ja so ein bisschen, naja. Er ist halt der ultimative Support, Undercut-Support-Player, ja, quasi. Genau. Und jetzt in der Rolle als Unterstützung von Will Hobbs gefällt er mir echt gut. Ich finde, derzeit ist das echt cool. Derjenige, der dadurch mal wieder ein bisschen verloren hat, ist Wardlow einfach, weil fuck Wardlow. Wardlow ist gerade so der stereotypische Big Man und nicht mehr, oder? Vielleicht muss man einfach auch mal, also natürlich, sicherlich hat das auch vieles mit AWs Booking zu tun. Mhm. Vielleicht muss man sich aber auch mal eingestehen, dass Will Hobbs einfach kein Main-Player ist derzeit. Du meinst Wardlow. Sorry, ja, Will Hobbs, klar, als die TNT-Gent, natürlich. Ich meine jetzt natürlich Wardlow. Wenn er anders, ich meine, er hatte seinen Spotlight ja schon ein paar Wochen lang, bevor dann der TNT-Titel wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ja. Aber dann hat eben so jemand wie Samoa Joe das Ding bekommen und du merkst halt, selbst diese kleinen, unwichtigen und uninteressanten Sachen sind halt aus Samoa Joes Mund und in Samoa Joes Wrestling ein wenig imposanter. Ja, klar. Und ich möchte deswegen nicht hundertprozentig alles auf AWs Booking schieben, sondern auch auf ein bisschen darauf, dass Wardlow einfach eine Zeit lang ausgezeichnet gebuckt worden ist, ja, als Handlanger, dann als Gegner und dann mit der Niederlage von MJF oder mit dem Sieg von Wardlow natürlich, ja, dann im Rückschluss, hat er halt alles verloren, was er quasi an offenen Storylines und so hatte. Das ist beantwortet und jetzt musste man was Neues für ihn schaffen und ich meine, wir können uns ja daran zurückerinnern, wie er in die Storys gekommen ist. Da war er auch lange Zeit uninteressant und deswegen ist vielleicht ein Wardlow ein Charakter, der von alleine noch nicht funktioniert. Das kann er sein, ja. Kann man sich ja auch eingestehen. Ne? Trotzdem, das Booking war jetzt auch nicht das Beste, aber die Titelregentschaft ansonsten diesen Jahr beweisen es ja, dass selbst wenn nicht immer der Fokus auf diesen Storylines liegt, dann kann es funktionieren. Jetzt deswegen, lass ich dir mal eine Frage stellen. Funktioniert Wardlow besser als Brian Cage? Es ist natürlich die Frage, da Brian Cage anders gebuckt wurde. Ja. Ich finde nicht, dass sie irgendwie austauschbar sind. Natürlich. Genau, beide, das war meine Big Frage. Man, beide mit einem gewissen ähnlichen Stil, dass sie einen sehr dynamischen Heavyweight-Stil auch einsetzen. Brian Cage ist nochmal eine Ecke athletischer, muss man natürlich sagen. Ich meine, das ist ja auch das, womit er berühmt und bekannt geworden ist. Ich glaube, ein Wardlow hat eine gewisse Aura und eine gewisse Frische, die ein Brian Cage eben auch aufgrund seiner TNA-Wrestling-Vergangenheit, seiner Independent-Vergangenheit einfach schon ein bisschen, und natürlich auch Lucha Underground. Ich wollte gerade sagen, vergiss nicht Lucha Underground. Nein, natürlich. Die ihn da natürlich auch schon ein bisschen jetzt für uns, sage ich mal, abgenutzt hat. Ne? Wenn du jemanden 10 Jahre siehst, dann nimmst du einfach nicht, dann sagst du, alles klar, habe ich gesehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass Brian Cage irgendwie merklich besser oder anders geworden ist. Er ist immer der große, muskulöse Zerfetzer. Das ist auch okay. Er funktioniert ja auch mit den Gates of Agony, als Embassy funktioniert er bei Ring of Honor auch sehr gut, wie ich finde. Das ist aber auch eine sehr, sehr oberflächliche, charakterliche Rolle. Und er hat nie etwas anderes ja von sich präsentiert als dieser stereotypische schreiende Big Man. Ein Wardlow hat in meinen Augen da noch ganz andere Charaktertiefen, die er auch erreichen kann, weil wir ihn vielleicht auch noch nicht so oft gesehen haben. Ne, der Charakter Wardlow existiert ja erst, ne, seitdem er bei AEW ist. Ein Brian Cage, der kam eben als Joker mit Vorschusslorbeeren rein in Team Taz und ist dementsprechend schon vorbelastet gewesen. Er hat andere Stärken, hat andere Schwächen. Ich persönlich, selbst wenn ich sage, Brian Cage als Wrestler steht sicherlich wesentlich weiter über Wardlow und wird wahrscheinlich auch immer, Wardlow wird nie die wrestlerischen Höhen erreichen, die ein Brian Cage erreicht hat. Aber wenn ich mir einen Charakter entscheiden müsste, wenn ich jetzt derjenige wäre, der entscheiden müsste, okay, darfst du einen von beiden behalten, dann würde meine Entscheidung ganz klar auf Wardlow gehen. Das Brian kann Cage ich mir aber auch ganz einfach verstehen, weil bei Wardlow ist doch noch was Formbares, wo du noch was anderes rauskitzeln kannst. Brian Cage ist halt fertig, ne?
Das ist halt so, du kaufst dir etwas Fertiges ein, das setzt du bei dir ein und wunderbar. Aber Wardlow ist noch so viel, was du ausformen kannst. Brian Cage ist in einem Stadium in seiner Karriere, wo meiner Meinung nach sein optimales Ziel eigentlich die WWE sein sollte. Weil die WWE hat eben einen ganz bestimmten Stil, dass du nie 100% deiner Kreativität irgendwie groß ausleben kannst, sondern du wirst halt in ein bestimmtes Gleis reingedrückt. Du siehst es ja an Cody. Cody funktioniert in der WWE unglaublich gut derzeit. Mhm. Natürlich auch dank dieser Verletzung auch frisch gehalten. Ja. Aber er funktioniert. Und jemand, der ja derzeit auch öfter mit der WWE in Verbindung gebracht wird, ist Jay White von New Japan. Mhm. Wenn der die Probleme, die er bei New Japan hat, mit seinem Wrestling und seiner Langatmigkeit und mit seiner verbalen Stärke, die er gerne im Ring ausdrückt, im Gegensatz zu den Promos, die er trotzdem drauf hat, wenn man die in die richtigen kreativen Ecken drückt, dann funktioniert der. Ich kann mir einfach Jay White gut als WWE-Wrestler vorstellen. Ja, ich auch. Wo er halt so ein wenig eingeschränkt ist in dem, was er macht, was er machen darf, was er machen soll. Aber dann, dass vielleicht zu seinen Stärken ausgenutzt wird. Und so könnte ich mir Brian Cage auch vorstellen. Bloß, du hast bei der WWE eine so hohe Rosterdichte teilweise, dass du natürlich dann auch sehr, sehr einfach plötzlich im Nichts landest. Klar. Und aus einem Nichts kommst du nie wieder raus. Du siehst es an Mustafa Ali, du siehst es an Akira Tozawa, du siehst es an Ricochet, du siehst es an Braun Strowman und Johnny Gargano, die noch gar nicht so lange wieder zurück sind. Gefährlich, aber dieser Tapetenwechsel ist nochmal ein erheblich anderer. Mhm. Und Brian Cage, ein Vince McMahon sollte ja so vor, als Zeit, wo er noch da war, obwohl es ja die großen roten Flaggen mittlerweile ja wieder gibt, hätte eigentlich an diesem Kerl interessiert sein sollen. Das ist alles, was die WWE sich wünscht. Richtig. Aber das war ein Keith Lee auch und der ist auch entlassen worden. Also, ja, ich glaube, Keith Lee ist dann noch, der ist, glaube ich, von der Körperstatur nicht der typische Vince McMahon-Mensch. Ich glaube, an ihm war Vince McMahon zu viel dran, sagen wir es mal so. Das war aber bei Gunther bzw. Walter damals auch der Fall. Der hat sich natürlich dann in eine Form gebracht, die merklich einfach Weltklasse ist, im Gegensatz zu dem, wo er vorher war. Aber da war seine Besonderheit eben auch seine Fülle, die er halt in rohe Gewalt umgewandelt hat. Klar, und man muss auch sagen, wie gerne ich auch KSD mag, aber Walter oder jetzt Gunther ist auch vielfältiger und breiter aufgestellt als Keith Lee, auch von den Promos her, von dem, wie unterschiedlich er im Ring agiert, finde ich auch. Ich glaube, da finde ich Walter noch ein bisschen besser. Und Walter ist Ausländer. Und das ist immer noch eine ganz andere Sache, wie du ihn dann darstellst. Also, der ist jetzt ja der aggressive deutsche Sportsmann, der Leute anschreit, obwohl er nicht aus Deutschland kommt. Aber das ist nun mal auch wenn dieser Stereotyp ja nicht mehr so ausgelebt wird, wie es früher der Fall war, Gott sei Dank. Trotzdem schreit er manchmal Leute auf Deutsch an und sagt dann, Alter, Adam Pearce, mach dein Kram doch mal. Keith Lee ist halt muskulös, groß und schwarz und flippt durch die Gegend. Ja. Ja, deswegen. Also ich mag Keith Lee, ganz klar. Wir sind weit weg vom ursprünglichen Thema gekommen, obwohl wir mit Keith Lee die AW-Schleife wieder Lass uns doch mit Keith Lee mal kurz, dann springen wir mal zu einem weiteren Match hinten, nämlich zu Swerve Strickland mit seinen beiden Handlangen, Parker Boudreau und Trench gegen AR Fox. Die Story Keith Lee, Swerve Strickland, mein Gott, ich krieg den Namen kaum raus, wurde ja beendet mit dem Angriff auf Keith Lee und dann ist Swerve mit seiner neuen Gruppierung da aufgetaucht. Ich weiß schon gar nicht mal, ob wir über die Gruppierung gesprochen hatten. Was sagst du mal eben zu den beiden Kollegen, die er da an der Seite hat? Ja, Parker Boudreau ist ja so eine Sache, die der schon bei NXT hochgehandelt wurde. Und ich sag so, er wird hier besser gehandhabt als bei NXT. Mhm. Bei NXT war er Haaland, großer Fan von Fußballer. Bei NXT, halt weißt du, woran ich denken musste, dass ich ihn bei NXT gesehen habe, in seinem komischen Outfit da? Bitte. An Nails, falls du dich noch erinnerst. Er war ja zusammen mit, heißt der Kollege, ist es Joe Gacy? Gacy, dem war er zusammen, genau. Oh Gott, wenn ich an diese ganze Schism-Sache denke, okay, andere Sache wieder. Ist ein bisschen speziell, ja. Das Problem, was Parker Boudreau halt hat, der ist mittlerweile auch 3 Jahre im Business. Hat kaum Matches gehabt bei NXT, ist bei AEW gelandet,
wird getypecastet mit den Trustbusters, ist jetzt Bodyguard. Ja. Bodyguard funktioniert gut. Ich finde das, was die beiden als Bodyguard gemacht haben, echt gut. Mhm. Ich sehe leider auch die Decke sehr, sehr nah da schon. Ja, leider, ne? Als sie dann dieses Match hatten oder auch ein bisschen mehr gemacht haben, um Keith Lee auszuschalten, hast du halt auch gesehen, okay, das ist vielleicht schon das Ende der Fahnenstange. Ja. Und ja, ist schwierig, ja. Strickland braucht halt die beiden auch nicht. Die beiden sind jetzt auch nicht da, weil sie beide ja anscheinend verletzt sind. Anscheinend, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, will man ja die Mogul-Affiliates ein wenig ausbauen. Und da ist natürlich der Name EJ Nduka einer, der durch die Gegend fliegt. Das ist der Wrestler, der bei Major League Wrestling war. Der war auch bei NXT, dann war er bei Major League Wrestling und jetzt ist er Freelancer geworden und deswegen schwebt immer diese potenzielle Koalition immer noch so durch die Gegend. Was ich gar nicht so schlecht finde, dass Strickland ein gutes Zentralteil eines Puzzles sein kann, hat man mit Hitro gesehen. Man hat auch gemerkt, was aus denen wird, wenn er nicht mehr da ist. Ja, und das ist das Problem, was ich eben auch bei Parker Boudreau und wie heißt sein Kollege? Trench, genau. Ich sehe da nicht so viel Hoffnung, speziell in einer Liga wie AEW, wo du so viele potenzielle Hoffnungsträger in Dark, Elevation, Ring of Honor und so weiter hast und natürlich auch immer wieder die Gaststars, die aus den anderen Ligen kommen, dass da einfach kein Platz mehr für die ist. Das ist natürlich so ein Dauerding, was wir immer wieder erwähnen, dass Platz haben, ist, finde ich, ein Argument, was in letzter Zeit mal wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, weil man andere Dinge dann erstens erwähnt hat und zweitens, weil man jetzt eben auch mit Ring of Honor eine weitere Plattform hat. Ich glaube auch, das ist ein bisschen ruhiger geworden, weil das war ja, die Diskussion kam mir stark auf, als viele ehemalige WWE-Leute gepusht wurden. Und wenn du jetzt siehst, wer jetzt gerade so in dem Titelbereich unterwegs ist, du hast MJF, du hast Hobbs da drin, du hast einen Ricky Starks, der sehr groß gepusht wird, du hast da sehr viele Leute, die so ein bisschen im Haus entstanden sind. Ich glaube, deswegen ist auch dieser Shitstorm ein bisschen zurückgegangen. Ja, und auch, glaube ich, weil es ein bisschen fokussierter ja doch geworden ist und man sich einfach, weil auch die Zeit, weil man ein bisschen von dem WWE-Denken weggekommen ist, jeder muss jede Woche zu sehen sein. Das ist einfach nicht der Fall. Es muss nicht sein. Nee. Als die Lucha Brothers jetzt wieder gekommen sind, waren alle wieder glücklich. Ne? Wenn Pac wieder kommt, werden alle wieder total aus dem Häuschen sein, als FTR wieder gekommen ist jetzt. Auch wieder, oh, holy shit, geil. Wenn Miro wieder kommt, mit was auch immer da los ist, wenn der wieder kommt, auch wieder, wow, cool, Miro wieder da. Deswegen sagen wir ja, dass, ne, wie heißt es auf Englisch, Absence makes the heart grow fonder. Ne? Weil, ne, oh geil, der ist wieder da. Und du musst ihn gar nicht neu einkaufen, weil er sowieso schon auf deiner Payroll ist. Außerdem können die Leute sich mal erholen, das ist auch ganz gut. Das ist einer der großen Vorteile von AW. Zusätzlich, dass sie keine House-Shows fahren, was sich jetzt ein bisschen ändern wird natürlich, aber auch diese House-Rules-Events sind ja noch nicht so, dass sie jeden Tag irgendwie durch die Gegend touren. Ja, stimmt. Deswegen, alles ein bisschen ruhiger geworden, aber ne, dadurch, dass dieses Roster so tief und groß ist und dann hast du mit Parker Boudreau und Trench Leute, die halt schon den einen oder anderen Fehlgriff, möchte ich sagen, gemacht haben, da kann man halt auch nicht unendlich lang dranbleiben. Nee. Ne? Und dann wirst du sie halt eher bei Ring of Honor in einer anderen Rolle wiedersehen oder bei Dark Elevation oder was auch immer. Gerade auch, weil Swerve Strickland eine wichtige Personalie ist. Man hat es ja jetzt gesehen, ne? Wie du schon sagtest, ist jetzt nicht mehr an Keith die Seite, sind gegeneinander geturnt. Die Fehde ist jetzt gerade so im erzählerisch nichts gelandet. Mhm. Die ist wieder gekommen und ist jetzt Skyrim-NPC 100%, indem er sich eine Robe angezogen hat und seine Haare, was heißt gefärbt hat, aber nicht mehr. Ich glaube, er hat sie nicht mehr gefärbt. Ne? Richtig, genau. Was ja jetzt kein Problem ist, aber ja, natürlich, ohne Frage. Aber man hat halt sehr, sehr schnell in meinen Augen gemerkt, dass nicht Keith Lee die Person ist, die essentiell für die Zukunft von AEW sein könnte, sondern Sir Strickland. Und nur dann zwei Leute an der Seite hast, die einfach nicht funktionieren, dann musst du hier ganz, ganz schnell Nägel mit Köpfen machen und die beiden weghauen. Weil Swerve Strickland ist wichtig für die Zukunft von AEW. Auf jeden Fall. Ja, der ist halt auch einer, der braucht ja nicht mal einen Raketenrucksack, den musst du einfach nur laufen lassen, dann pusht er sich selbst nach oben. Das ist halt das Ding bei dem. Also, ist wie bei Ricky Starks. Ne? So Leute,
auch wenn der jetzt vielleicht nicht auf dem Radar von vielen Leuten sind, der erzählt dann eine Promo in der Woche, dann sind die Leute wieder auf seiner Seite, dann hat er ein geiles Match, das kann er auch ohne Probleme und dann ist er plötzlich wieder ganz oben und dann baust du ihn in eine Fehde rein und gut ist. Also, ja, richtig. Das geht ja sehr, sehr einfach. Da ist dadurch, dass AEW ein wesentlich derzeit kürzer ausgerichtetes Storytelling hat, was die Leute gut finden und einige Leute nicht gut finden, was ja auch vollkommen okay ist. Es ist halt anders. Das muss man sich auch mal eingestehen. AEW ist immer noch eine Wrestling-Liga und keine Sports-Entertainment-Liga. Wenn die, ne, das ist, da kommen wir ja sicherlich zu, wenn wir über Revolution auch noch sprechen. Mhm. Das hat aber den Vorteil, dass du eben Leute mit Historien und das, die bauen sich eben auf, wenn du lange bei AEW bist. Das hat Swerve Strickland ja auch mit Air Fox, wie du es hier zum Beispiel siehst. Kannst du halt sehr, sehr schnell plötzlich, du kannst wesentlich mehr kleinere Nadelstiche setzen, als diesen, was die WWE jetzt zu WrestleMania macht, diese großen Storyline-emotionalen Schläge mit Sami Zayn und mit Roman Reigns und mit Kevin Owens, was fantastisch ist. Aber das ist die Stärke der WWE. Ja, und, richtig. Deswegen musst du dich eben unterscheiden. Deswegen finde ich das eben gut, dass du Swerve Strickland eben, ne, okay, der brodelt jetzt ein bisschen. Jeder weiß, was du mit ihm hast. Und wenn dann die große Auseinandersetzung mit Keith Lee kommt, und die wird kommen, dann sind wir wieder alle, ne, gucken wir, schalten wir wieder alle ein, wird geil und wir freuen uns. Ich glaube, wir können ja mutmaßen, dass es Richtung Double or Nothing wahrscheinlich die Zielrichtung ist, könnte ich mir vorstellen. Und da muss man halt noch ein bisschen Zeit überbrücken bis dahin. Und es ist auch noch ein Stückchen. Ja, du hast jetzt Revolution gehabt. Eine Art, die ja auch dafür gelobt worden ist, dass sie nicht überladen war. Ja. Ja, und du musst Woche für Woche halt deinen Television zeigen. Jetzt ist wieder so ein bisschen, okay, wir haben wieder geiles Wrestling, so wie es halt der erste Monat von AEW ja auch war. Mhm. Dann ging es wieder an Storytelling und hin und her. Das ist ja das Besondere. Es ist immer wieder ein bisschen anders. Und das ist auch halt eine nette Facette von AEW. Und wo du gerade beim kurzfristigen Booking warst, könnte man mal bei Tag-Team-Titel reden, denn da wird auch relativ kurzfristig verteilt. Wir hatten Acclaimed als Champions noch zu Beginn des Jahres. Ja, und das sieht heute anders aus. Erstmal, Acclaimed die Jagd auf die Titel, das war ja cool. Das haben wir ja im letzten Mal drüber gesprochen. Das hat ja Spaß gemacht. Wie fandest du denn die Titelregentschaft dann, die jetzt nicht so ewig lang ging? Gut. War jetzt keine, die irgendwie dadurch bestimmt wurde, dass sie große Rivalitäten oder so haben, sondern eben die haben da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, aber da, wo sie halt im Vorfeld auch schon dran waren, indem sie ihre Promos gehalten haben, das war so ein bisschen mehr Attitude-Era-Skit-Style, wir haben hier ein Segment, wir machen hier ein Video weiter, das ist eher, man hat eben da weitergemacht, was Acclaimed so beliebt gemacht hat, was auch gar nicht falsch war, nee. Aber du merkst halt, das ist die erste Titelregentschaft eines Teams gewesen, was sich sehr hoch gearbeitet hat und nicht für die Ewigkeit bestimmt. Finde ich auch vollkommen okay. Und jetzt hat man natürlich mit dem Sieg der Guns dann eben einen ganz gewagten und speziellen Storyline-Weg eingeschlagen. Nämlich, zwei Leute haben die Titel, die sie eigentlich nicht verdient haben, aufgrund ihrer Qualität, aufgrund ihres Heel-Daseins, aufgrund ihrer Erfahrung. Aber genau das macht eben diese Regentschaft aus. Dass zwei Leute komplett über ihrer Gewichtsklasse jetzt Schläge verteilen. Du wartest darauf, dass das eine Team kommt, was endlich... Es gibt viele Teams, man weiß, viele Teams, wenn nicht sogar alle Teams, können die ganz besiegen. Ja. Aber sie schaffen es trotzdem irgendwie, Matches zu gewinnen, ihre Titel zu verteidigen. Klar, sie sind vielleicht besser als Topflight, was jetzt die eine One-on-One-Titelregentschaft war. Aber gegen Acclaimed und Danhausen und Orange Cassidy und Jay Lethal und Jeff Jarrett, da hast du ja gemerkt, okay, die haben es halt geschafft, diese Situation, diese zahlenmäßige Unterschiedlichkeit auszunutzen. Das ist dieser Storyline-Hook. Und natürlich möchte man eigentlich in einer sehr straighten Wrestling-Liga das so haben, dass das beste Team auch ganz oben ist. Aber du musst doch mal sowas einwerfen, damit du eben nicht immer nur okay, die sind jetzt halt Champions und gut ist und dann wresteln die. Das kannst du nicht immer bringen und deswegen ist dieser kleine Umweg jetzt über Acclaimed und über die Guns, finde ich, sehr, sehr erfrischend. Und heute, ne, wir daten uns jetzt wieder mit dem Taping, heute Abend ist Dynamite, heute Abend ist das große FTA gegen Guns Loser Leaves Town gegen Titelmatch quasi. Wo natürlich auch gerade ein Dax Harwood natürlich damit spielt,
über Social Media und Podcast nicht so weiter. Wir wissen gar nicht, welche Verträge wir hier unterzeichnet haben. Hat natürlich eine potenziell große Konsequenz. Ja, klar. Ich lehne mich aber jetzt auch aus dem Fenster und sage, ich gehe ganz klar davon aus, dass FTA die Titel heute gewinnen oder so gescrewt werden, dass diese Stipulation noch umgeschrieben wird oder so. Für mich sind die klar bei AW. Ja, ich glaube das eigentlich auch nicht, dass die zurückgehen. Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also auch bei dem, was mit dem da passiert ist, selbst wenn jetzt Triple H da an der Macht ist, was man auch nicht mehr so genau weiß. Ja. Und ich glaube das nicht. Also ich glaube, die spielen jetzt gut damit. Und Dex Harwood hat sein Twitter-Spiel deutlich verbessert und aus dem ganzen Social-Media-Game. Der weiß schon, was er da tut mittlerweile. Und ja, ich glaube also, auch, dass da... Und nur dadurch haben wir alle überhaupt eine Frage, ob diese Titel heute wechseln oder vielleicht ja doch nicht. So sehr ich das manchmal ein bisschen sehr übertrieben finde, was er da alles raushaut. Ja. Nur dadurch haben wir überhaupt Fragezeichen. Also... Ja, sonst wäre es ganz klar, ne? Wenn die Stipulation nicht da wäre und die Situation. Und es ist punktuell richtig aufgebaut gewesen, weil sie, seitdem sie alle ihre Titel verloren haben, gesagt haben, im April läuft unser Vertrag aus. Mhm. Heute Abend ist der 29.3. Also jetzt ist auch der 29.3. Aber es ist nun mal der perfekte Zeitpunkt quasi, wo man sich denken könnte, oh shit, vielleicht sind die ja doch weg. Und, ne? Und dann hast du das ganze Kapitel eben beendet und dann machst du endlich mal, was auch immer, acclaimed gegen die Guns nochmal, damit Billy Gunn endlich wieder weg ist quasi. Ich finde, man hat da derzeit sehr, sehr viele Optionen. Wenn natürlich FTA jetzt die Titel haben werden, über kurz oder lang, dafür gehe ich einfach mal von aus. Man möge mich am Freitag lügen strafen, wenn sie bei SmackDown auftauchen. Aber dann hast du wieder diese andere Facette, okay, jetzt werden die ihre Wrestling-Matches rausballern. Gib her, in die Venen damit. FTA, letztes Jahr eines der besten Teams gewesen. Oder das beste Team. Mir fällt gerade eine ganz bescheuerte Idee ein, die sage ich dir gleich mal. Oh, bin gespannt. Du kennst ja meinen Wahnsinn manchmal, ne? Stell dir mal vor, FTA verlieren. Mhm. Die ganz beiden Titel, die kämpfen sich irgendwie durch bis zu Forbidden Door, sind da so selbst überzeichnet, machen eine Open Challenge und FTA treten als New Japan Team gegen die Guns an und holen dann die Titel. Wäre eine Option sicherlich. Aber es ist total verrückt, aber es wäre irgendwie witzig. Weiß ich auch nicht, warum. Finde ich jetzt gar nicht mal so. Also ich habe schon abwegige Theorien von dir gehört. Ja, ich weiß. Finde ich jetzt gar nicht so unmöglich. Ich weiß nicht, ob ich es eher vielleicht unnötig finde. Mhm. Aber fänd ich's dann aber auch, ne? Weil eben, wie du schon sagtest, Forbidden Door ja dann doch noch 3 Monate hin ja, ist. Ja, richtig. Das wäre zu lang für die Guns auch. Ja, die ganze durch. Du hast diesen Teil der Geschichte wieder erzählt. Nächstes Kapitel, neues Buch her, auf geht's. Ja. Aber möglich wäre es. Warum nicht? Ach, ich glaube, dann nehme ich lieber nochmal FTA gegen die Young Bucks irgendwann mal, weil das sollte ja eh noch kommen. Nehme ich, glaube ich, lieber als gegen die Guns dann zweimal. Oder dreimal. Gibt Optionen auf jeden Fall, ja. Ja, haben wir mal kurz über Acclaim, Take den Titel gesprochen, auch ein wichtiges Thema. Gucken, wie es da weitergeht. Ich hätte nicht gedacht, dass Jeff Jarrett so lange hier wrestelt. Ich dachte, der wäre am Anfang mal da, zeigt sich kurz und geht dann in seine Backstage-Rolle. Was ist da passiert? Richtig. Ich finde Jeff Jarrett toll. Also, ja, der ist total unterhaltsam. Ich bin überrascht. Ist für mich immer einer der Highlights, wenn ich mal wieder bei irgendwelchen Podcasts durch WCW-Shows gequält werde. Mhm. Ist Jeff Jarrett eines der Highlights? Und wenn Jeff Jarrett nicht seinen Ego-Trip in Storylines durchspielen lassen kann, wenn man ihn machen lässt, ist der Mann unterhaltsam. Wenn der die Gitarre in die Hand nimmt, dann wird die Crowd laut. Mhm. Das ist nun mal so. Klar. Und ne, der Mann ist 55 Jahre, aber ist immer noch gut in Shape, haut immer noch gute Matches. Und du machst dir, wenn er wrestelt, nicht Gedanken darüber, boah, ist der Mann alt. Mhm, das und stimmt. Das muss man in dem Alter einfach oft mal auch anerkennen. Gerade in den Zeiten von den Goldbergs und den Ric Flairs, die immer noch in den Ring steigen, Keiji Muto, der jetzt... Goldberg, auch so ein Thema, müssen wir auch gleich noch drüber reden. Um Gottes Willen, ja. Jeff Jarrett hat sich dann eine Nische geschaffen, auch mit Jay Lethal zusammen sowieso und mit Sonjay Dutt und Satnam Singh und alle, die so ein bisschen da diesen Act noch mitmachen. Und mich hätte es auch nicht gestört, wenn sie die Tag Team Titel gewonnen hätten. Das wäre dann, ne, dann hättest du 2 Wochen lang wieder Spaß gehabt und dann verlieren sie die Dinger natürlich. Ja, richtig. Aber so? Ja, warum denn nicht? Mein Gott, Jeff Jarrett
unterhaltsame Komponente. Ne? Mhm. Und deswegen, so wie er es macht, um Gottes Willen nicht mehr. Ja. Aber so, meinetwegen kann er auch mal den International-Title gewinnen. Kann er meinetwegen auch gewinnen. Mhm. Oder den TNT-Title. Meinetwegen. Da weißt du dann aber natürlich, in welche Richtung dann eben dieser Titel mal für ein paar Wochen funktioniert. Aber ey, ich kann natürlich verstehen, dass eine Abneigung gegenüber ihm da ist und auch ja, alte Person, die einen Platz wegnimmt, wo ein neuer eventuell sich hinstellen kann, verstehe ich auch. Aber ich finde, man nutzt bei AEW die alten Leute recht gut. Also ich habe jetzt noch keinen gesehen, wo ich sagen will, der hat jetzt wirklich einen Platz gestohlen. Die hatten alle ihre Rolle und die legen sie auch meist für die jungen Leute hin. Und das finde ich ganz gut. Gut, Sting hat eine Sonderform. Shaquille O'Neal. Ja, gut. Nein, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Shaquille O'Neal war da was anderes, sagen wir es mal so. Ja. Das war aber auch das Cody-Verse, das hatte nichts mit AEW zu tun. Ja, das hatte dieses Roads to the Top-Kram, ja. Ja, aber wirklich, also total. Nee, ich muss auch sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe noch eine Sache zu FTA, die mir gerade einfiel. Weißt du noch, wer damals bei der Ring of Honor-Show, wer hat denn die Herausforderung für die Briscoes an FTA ausgesprochen? Waren das 2.0 oder waren das die Guns damals? Das waren die Guns. Ach, dann passt das sogar. Die haben diese Kette aus dem Sack da gezogen. Ja, dann passt das sogar, cool. Mhm. Wer weiß. Da war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Ja, das waren die Guns. Ja, cool. Ja, dann haken wir das auch ab. Dann, was wir nicht abhaken, ist Bryan Danielson, der sich ja durchs Jahr wrestelt. Und du weißt immer, ich glaube, den kannst du auch einen Mehlsack in den Ring schmeißen mittlerweile. Da werden mindestens 3 bis 4 Sterne raus, oder? Da kannst du von ausgehen. Also, es ist schön zu sehen, dass man einfach die Stärken ausspielt. Und natürlich, wenn Bryan Danielson beziehungsweise wenn MJF eine Herausforderung kriegt, die lange aufgebaut werden muss, dann kriegt der Herausforderer alles gegengeworfen und er muss sich bewähren. Aber es funktioniert. Und wenn Bryan Danielson dadurch viele Matches hat, die fantastisch sind, hier an dem Abend war es ja Tony Nese. Die war jetzt nicht unbedingt das, was interessant sein sollte. Ja, es ging auch nur darum, dass beide in ihrer Heimatstadt antreten können. Genau. Tony Nese ist ja auch einer, der aus Washington. Ja, der kommt aus New York, was sage ich denn? Aber Bryan Danielson kommt halt aus Washington und um das Ganze da ein bisschen zu vermischen. Aber gegen Takeshita, gegen Bandido, gegen Brian Cage, gut, gegen Thatcher, was anderes. Und dann gegen Rouge. Da waren halt Matches bei AA. Ja, mehr davon. Man muss immer wieder sich vor den Augen führen. Der Mann war retired und kommt zurück. Und immer wieder zeigt er einfach, was für eine Klasse er zum einen immer noch besitzt. Mhm. Und wir müssen uns einfach glücklich schätzen, dass wir ihn noch sehen dürfen. Und man muss natürlich dann immer wieder auch Daniel Bryan sich in den Kopf rufen. Mhm. Und ja, ich weiß, dass Daniel Bryan auch gute Phasen hatte bei der WWE und dass Daniel Bryan auch gute Sachen gemacht hat, auch gute Matches hatte. Und ein sehr, sehr beliebter Charakter war und man ja dann auch pushen musste. Aber er war über das große Ganze war einfach verschwendet bei der WWE. Ja, total. Und das siehst du einfach hier, wenn er seine Stärken ausleben darf, was wir da potenziell verpasst haben. Und ich möchte nicht missen, was wir mit Daniel Bryan an Momenten hatten, um Gottes Willen. WrestleMania 30 ist großartiger Moment, aber natürlich, vieles davor Frage, und danach auch nicht. Das ist Bryan, es halt, Daniel Bryan gegen Kane hatten wir danach auch mal wieder, ne? Das war auch nicht toll. Du auch zu WrestleMania hin, das war ja alles andere als geplant. Das war ja irgendwie einen Monat vorher, wusste man dann, hey, vielleicht sollten wir doch was mit ihm machen. Mhm. Aber die Matches, die wir jetzt hier regelmäßig zu sehen bekommen, natürlich dann zu guter Letzt mit seiner Herausforderung gegen MJF bei Revolution selbst. Ey, du kannst doch eigentlich nicht mehr verlangen als ich kann einen Bryan Danielson in Regelmäßigkeit bei AEW sehen. Danke, mehr brauche ich doch gar nicht. Ja, richtig. Wenn wir über Bryan Danielson sprechen, dann bleibt uns über MJF auch hier schon mal zu sprechen. Mhm. Ich glaube, viele Leute, die ihn unterschätzt haben, sehen ihn in diesem Jahr doch ein bisschen anders als vorher, oder? Weil das wurde immer gesagt, ich habe es ganz oft gehört, MJF, ja, der redet halt gut. Das macht er sehr gut. Und der geht halt auch noch in den Ring. Und dann, gut, es kann an den Gegnern liegen, aber die Matches, die er gemacht hat, ich habe dieses Jahr noch kein Match von ihm gesehen, wo ich gesagt hätte, oh, das muss ich jetzt mal nicht haben. Gut, es waren noch nicht so viele, aber die waren zumindest gut. Ja. Das ist
Du wirst das nie rauskriegen, weil MJF halt ein Charakter ist, der eine ganz klare Stärke hat. Und das ist seine Möglichkeit, am Mikrofon wirklich verschiedenste Unterstilrichtungen zu gehen. Das hast du ja auch hier in dieser Zeit gesehen, wo parallel eben MJF quasi, wo Bryan Danielson immer mehr sich beweisen konnte und es klar wurde, okay, er wird der Herausforderer, ist MJF ja so durch mehrere Phasen gegangen, von Leichtsinnigkeit zu Selbstbewusstsein zu Verzweiflung und die Promo-Art hat sich gefühlt jede Woche auch ein bisschen geändert. Dass MJF ein guter Wrestler ist, muss man nur seine Historie sich eigentlich angucken, die er bisher bei AEW allein hat. Dadurch, dass MJF aber nicht so oft wrestelt, ist es halt nicht jetzt so wie ein Cash-Star beispielsweise, der dann innerhalb von 2 Monaten 4 gute Matches hat und das dann wirklich auffällt. Aber bei MJF ist es einfach nur mal so, wenn du guck dir seine Matches gegen Jon Moxley an oder gegen CM Punk oder gegen Wheeler Yuta oder gegen Bryan Danielson. Da ist so viel gute Sache mit bei, dass ich Leute, die dann eben sagen, dass MJF kein guter Wrestler war, dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen kann. Richtig. Das ist einfach so. Dass man kann sagen, okay, mir gefällt der Kerl nicht, wie er redet. Oder mir gefällt sein Wrestling-Stil nicht. Klar, ja, kann er sein. Kann ich alles akzeptieren. Aber wenn du mir ernsthaft sagen willst, der Mann ist kein guter Wrestler und da ist vor allen Dingen auch keine Entwicklung zu sehen. Gerade bei MJF ist diese Entwicklung zu sehen, weil er nicht so oft wrestelt. Was noch beeindruckender ist, weil er nicht so oft wrestelt. Richtig. Dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwo, ich habe viel Verständnis und Toleranz gegenüber Meinungen, die sich nicht mit meiner eigenen decken. aber irgendwo sage ich mir dann auch, ey, was stimmt denn mit euch nicht? Wenn ich mir jetzt Vikingo angucke, ist auch so eine Sache, wo ich dann viel lesen musste, ist ein Bodenturner. Ey, was stimmt denn mit euch nicht? Eine Meinung, wo ich eher sagen kann, alles klar, ist richtig, ne? wenn wir über Bryan Danielson sprechen, müssen wir uns auch über Jon Moxley unterhalten. Und wenn bei der jemand sagt, ey, warum blutet der in jedem Match, dann kann ich sagen, verstehe ich, dass das ein Punkt ist, der dir vielleicht nicht gefällt. Aber es ist nun mal ein Stilmittel, was AEW sich entschieden hat einzusetzen. Ist es übermäßig? Ja. Ist es aber an einigen Dingern echt gut eingesetzt? Oh ja. Ne? Ja. Aber da kann ich eher eine Abneigung verstehen. Bei MJF kann ich die Abneigung gegenüber seinem Charakter eventuell verstehen, aber wenn man sich dann halt so verschließt und sagt, das ist scheiße, der Mann ist nicht gut, kann ich sagen, okay, dann kannst du sagen, was du willst, dann nehme ich dich halt nicht mehr ernst. Das geht halt nicht. Das ist dann aber wirklich eine reine Antipathie und keine Abneigung gegen das Wrestling an sich. Also, das ist dann schon eine ganz andere Ebene. Ja, MJF ist in der Position, wo er ist, gerade goldrichtig und der spielt seine Rolle super. Genau, und jetzt haben wir ja die Four Pillars-Fehde quasi. Pillar-Fight. Genau, wo ja die großen Säulen der Zukunft für AEW mit Darby Allin, Ricky Starks und Sammy Guevara ja jetzt Sachen bekommen. Das ist eine nette, ohne Probleme selbsterzählende Geschichte, die du jetzt als Übergang einführen kannst, nachdem du jetzt eher was Längeres hattest mit Bryan Danielson. Gute Abwechslung. Mein Gott, war nicht Jack Perry auch noch dabei? Wen habe ich denn als dritte Person gerade erwähnt? Guevara. Ricky Starks. Ricky Starks, stimmt. Ich habe Ricky Starks gesagt, stimmt. Ja, der gehört da ja natürlich nicht dazu. Der gehört zwar mittlerweile eigentlich schon fast auch dazu, aber noch nicht offiziell. Naja, ich würde mittlerweile auch ein Sammy Guevara da so ein bisschen rausnehmen. Ich auch. Aber das ist halt diese Ursprungspromo, die man damals gesagt hat. Ne? Finde ich eine gute Sache. Wir müssen mit MJF noch das ganze Jahr über klarkommen. Also die Story wird halt erzählt, Natürlich, jeder, der bis dahin auf ihn anders als MJF als Sieger tippt, der hat halt nicht aufgepasst, sage ich mal so. Spannend wird halt, wer eben am Endeffekt dann besiegen kann. Das ist wirklich ein Thema, was ich schon sehr spannend finde. Hättest du, wenn du jetzt aufs Roster guckst, irgendjemand im Kopf? Ja, klar, ist hier Punk. lass uns bitte an deinem Gedankengang teilhaben, das würde ich jetzt gerne wissen. Naja, dass CM Punk und MJF die größten Reibungen haben, das steht ja außer Frage. Ja, klar. Es ist natürlich auch ein bisschen keckes Wunschdenken, speziell wenn man jetzt so mitbekommt, dass CM Punk seine Probleme wieder ein wenig öffentlicher machen muss. Das ist natürlich wieder ein ganzes Thema für sich, womit du, glaube ich, wieder Stunden erfüllen kannst. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, wir haben alle keine Ahnung. Was ich sagen kann, einer führt seine Kämpfe öffentlich über Instagram aus.
und die anderen nicht. Und sind dann irgendwie dazu gezwungen, wie ein John Moxley jetzt beispielsweise bei seiner Frau im Podcast, irgendwelche Sachen dazu zu sagen, die er sonst eigentlich normalerweise nie sagen würde. Ja, klar. Also hat CM Punk wieder irgendwas gemacht, wo man nur den Kopf schütteln kann. Das ist ein kindisches Verhalten. Speziell, wenn man hört, dass er eigentlich wieder zurückkommen will und irgendwie die Wogen so glatt sind, wie sie seit Brawlout nicht mehr waren. Das war eigentlich glatt genug. Also, der wollte das nicht so glatt haben, glaube ich. Ich glaube, das hat ihm nicht gepasst. Was komisch ist, weil er selbst anscheinend Interesse gehabt hätte, wieder für AW in den Ring zu steigen. Wir alle wissen, dass da eine ganze Menge Geld auf dem Tisch liegt. Klar. Und eigentlich die Leute erwachsen, wie möglich sein sollten. Aber so sehr ein CM Punk auch scheiße wirklich gedealt bekommen hat, er ist auch CM Punk. Man weiß, was man sich einkauft, wenn man sich ein CM Punk einkauft. Klar. Wissen wir spätestens seit All Out. Dass jetzt aus dem Nichts plötzlich das Ganze kommt, ne, ist ja so ein typischer CM Punk-Move, wo man dann sagen kann, ah, meine Güte, wir dachten, wir hätten es überstanden und entweder er kommt wieder und gut ist oder er kommt nicht wieder und gut ist. Ne? Aber jetzt sind wir wieder in so einer komischen Zwischenform, wo keiner eine Ahnung hat, was überhaupt passiert. Und meinst du dann, wenn CM Punk nicht kommt, dann nimmt Goldberg der MJF den Titel ab? Ja, woher das Gerücht plötzlich kommt, bloß weil gesagt worden ist, herrlich, dass Goldberg ein Free Agent ist und dann ich Rechtfertigungen lesen musste. Ein Goldberg hat ja auch gute Seiten und könnte AEW auch weiterhelfen. Nein! Ich glaube auch, die Strahlkraft ist nicht mehr groß genug, dass der da überhaupt was bewirkt. Die Strahlkraft hat die WWE in den Grund und Boden geschlagen, dadurch, dass er immer und immer wieder in nichtssagenden Fäden zuletzt war. Richtig. Der ist sicherlich für einen Gastauftritt, so wo Tony Schiavone schreien könnte, oh, zurück auf TBS zum ersten Mal seit 20 Jahren. Ja. Aber die Gefahr, dass dann wieder irgendwelche Scheiße passiert, ist viel zu groß. Richtig. Und deswegen, man sollte einfach dieses Fass gar nicht erst aufmachen und vor allem dieses teure Fass auch. Und die Unzufriedenheit, die dadurch entsteht, im eigenen Roster ist wieder viel zu groß. Und das ist einfach eine Sache, da sollte Tony Khan sagen, nein, also er sollte, in meinen Augen sollte, wenn er nicht wirklich etwas mit ihm vorhat, sollte er wirklich sagen, nein, wir haben keine Pläne, mit Goldberg zusammenzuarbeiten und gut ist. Ja, richtig. Es wird natürlich auch gemimt, wie du sagst, ne? So im Sinne von, ey, Goldberg gewinnt das Ding doch. Das ist nicht gut. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ja das Stimme. Ich glaube, da ist manchmal bricht da der Fanboy so ein bisschen durch bei dem guten Herrn Kahn. Da muss er ein bisschen aufpassen. Ich finde immer noch, dass AEW ein anderes Sprachrohr nach außen braucht als Tony Khan. Dass da jemand vorsitzen sollte, der nochmal die Aussagen nochmal filtert und das dann rausgeht. Oder halt, dass es Tony Khan macht, weil ich finde ja schon, dass er eine sympathische Person nach außen ist. Das Problem ist, er macht 18.000 Sachen gleichzeitig. Ja. Und wenn er dann natürlich auch tief im Booking drin ist und bei der Talentakquirierung und bei neuen Shows irgendwie auf die Beine stellen, dann ist er nicht die Person, die Aussagen geben kann, die neutral sind, sondern er weiß halt, was alles ist. Das stimmt. Und dann weißt du halt, okay, der sagt mir nicht alles oder er sagt mir alles und vielleicht wollte ich es gar nicht wissen. Das ist halt das Problem. Ja. Er muss weniger tun und dann kann er auch gerne front-facing weiter das Gesicht sein, wie es ein Vince McMahon ja auch war. Er hat sich nicht mit allem beschäftigt, aber mit vielem und hat seine Leute und kann dann halt trotzdem ein Gesicht nach außen hin sein. Ich möchte um Gottes Willen nicht, dass Tony Khan jetzt wie Vince McMahon wird, sollte halt ein bisschen wegdelegieren, ne? Zumindest ist Tony Khan nicht so oft in den Shows, wie Vince McMahon es war. Oder noch nicht. Ja, da sind wir ja zum Glück relativ weit von weg. Tony Khan als Person on air ist, finde ich, in meinen Augen sehr gut. Immer wenn er kommt, weißt du entweder, es ist irgendwas passiert und er muss jetzt mal Tacheles reden, dann ist wieder Papa, der reinkommt und sagt, Jungs, gibt was zu bereden. Oder es ist halt so die Goodwill-Aktion, wenn Tony Schiavone sagt, oh, Tony Khan hat mir was gesagt, hey, Overtime. So. Das ist okay. Ich persönlich bin absolut kein Fan von General Managers. Das brauche ich nicht mehr. Das ist ein Klischee, was sich in meinen Augen hart abgearbeitet hat. Möchtest du auch keinen sportlichen Leiter mehr haben? Nenn es, wie du willst. Ich möchte keinen sportlichen Leiter oder einen Präsidenten oder einen, was auch immer. Das brauche ich nicht. Nee, eigentlich weil es nicht, ne? immer dann darauf hinausläuft, irgendwann wird jemand Beef mit ihm haben, es wird zur Fehde kommen. Nein, so wie es derzeit ist, ist es in meinen Augen perfekt. Ja. On air natürlich. Ja, richtig. Was sagst du denn zu einem weiteren künftigen Free Agent, zumindest so wie er es selbst ankündigt, Logan Paul?
Logan Paul? Der hat angekündigt, dass sein Vertrag ausläuft oder irgendjemand hat es berichtet. Habe ich jetzt gestern oder heute gelesen? Da war irgendwas. Die Verträge, die WWE mit ihren Celebrities abschließt, sind ja sowieso eher mehr, okay, pass auf, du hast in den nächsten 3 Jahren 2 Matches für uns und gut ist. Das siehst du ja auch an Bad Bunny. Die werden keine Verträge haben, die werden irgendwie da drin stehen haben, okay, pass auf, wir machen ein bisschen was und gut ist. Und alles andere wird mehr oder weniger entweder kurzfristig nochmal beschlossen werden oder ein Handschlagdeal sein. Und ich glaube, wir müssen uns auch keine Angst machen, dass ein Logan Paul plötzlich bei AEW oder so auftritt, sondern Logan Paul macht das nicht, weil er Wrestling lieber hat, sondern weil er ein guter Akteur ist und perfekt in dieser Rolle in die WWE reinpasst und wie die WWE derzeit mit Promis quasi umgeht. Der würde auch so nicht in AEW passen. Ne? Der würde vielleicht nochmal, sagen wir mal, nochmal anderes Publikum mitziehen, klar, aber der würde halt mit seinem Charakter, passt ja einfach zur WWE. Warum sollte er auch zur WWE gehen? Mal davon mal abgesehen. Also, zu AEW meinst du? Meine ich ja. Also er hat die größtmögliche Bühne. Ja, richtig. Was will er anderes? Ja. Es ist ein menschliches Stück Mist, muss man ja leider so sagen. Ich bin auch menschlich, halte ich von dem auch nichts. Ich bin überrascht von dem, was er im Ring zeigt. Ja, das muss man ja halt dann auch mal honorieren, dass er jemand ist, der, wenn er 10 Jahre früher tatsächlich ernsthaft Wrestling trainiert hätte, ein potenzieller großer Star sein kann. Aber muss er ja gar nicht. Er ist ja auch so einer der größten Stars da. Richtig. Und kriegt Matches gegen The Miz, Seth Rollins und Roman Reigns. Also warum sollte er fürs Wrestling trainieren, wenn die WWE die perfekte Plattform ist, um diese Leute so darzustellen? Ist ein großer Schritt nach vorn, wie man Promis einsetzt. Und deswegen passt er da gut hin. Also dafür ist die WWE ja auch da, damit man solche Leute eben reinbringt. Brauche ich das in meinem Wrestling unbedingt? Natürlich nicht. Aber auch nicht, aber die nutzen es halt. Ne? Eben. Wir hatten auch Chuck Norris im Match von Bret Hart gegen Yokozuna. Wer war es? Ich glaube schon, oder? Oder war es Bret Hart gegen ihn? Hat man Chuck Norris nicht bei der WCW? Nee, der war auch bei der WWE. Da hat er irgendwann einen Kick verpasst. Welches Match war denn das? Ich weiß nicht, was bei einem Bret Hart Match war. Ich habe irgendwie sowas im Kopf. Oder war das es ist leider vor meiner Zeit. Da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Meine Promis sind dann eher Nacho Libre und dann fängst du mit Floyd Mayweather an. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So, Chuck Norris war auf jeden Fall da. Der hat Jeff Jarrett sogar weggekickt, siehst du mal. Ach nee, das war das Casket-Match zwischen dem Taker und, oh, wer war denn auf der anderen Seite? War das, das war glaube ich Yokozuna, ich glaube das war Taker gegen Yokozuna. Viele, aber Yokozuna war einer. Ja, ich glaube so war es. Ja, gut, aber das war mein Promi, der Spaß gemacht hat. Ich mochte auch, wie Hugh Jackman damals, nicht Zack Ryder, sondern Dolph Ziggler eine verpasst hat, das war ja auch ganz nett. Aber das reicht's auch dann. Mehr brauche ich nicht. Da kommen wir dann auch wieder in diese Celebrity Guest Host Schiene, ne? Und das ist eine Phase der WWE, über die ich eigentlich nicht sprechen möchte, weil das war wirklich mit das Schlechteste, was ich gesehen habe, zumindest. Das war halt anstrengend, ne? Und das war genauso anstrengend wie ein Mountain Dew Pitch Black Match. Das ist genauso anstrengend. Du meinst das Retirement Match von Bray Wyatt? Wir müssen, glaube ich, auch mal über WWE sprechen irgendwann. Aber nein, machen wir jetzt nicht. Wir reden nämlich über den am längsten amtierenden Champion, habe ich fast das Gefühl. Nämlich Jade Cargill macht Jade Cargill Sachen. Mehr brauche ich über sie, glaube ich, in den 3 Monaten wieder nicht sagen, weil ich habe jetzt da nichts, was mir im Kopf geblieben ist. So nichts passiert. Ja. Wie Matches hatte sie in diesem Jahr? 5? Ja, kann 6, sein. 7? Ist 7, auf jeden Fall über 50 Siegen jetzt. Herzlichen Glückwunsch, aber bedeutet dann nichts mehr. Es gibt keine Bewegung nach vorne und nach hinten. Das ist halt das Problem bei ihr. Die Dame ist prädestiniert dafür, dass sie endlich mal mehr Matches wrestelt. Kann sie aber nicht, so wie sie derzeit TBS-Champion ist. Braucht sie aber, weil sie nicht besser wird. Ja. Ganz im Gegenteil. Und das stimmt. Es ist immer so ein Grundpfeiler, den du bringen kannst, aber es passiert halt gar nicht. Ja, also das ist halt das Problem. Dass, wenn sie dann mal ein größeres Match hat und dann mal wieder eine Promo und so, alles klar, das ist geil, das ist okay, die sieht gut aus, die Frau, ist halt der Prototyp eines Wrestlers, den du auf ein Plakat packen kannst, alles klar, geil, super, aber es passiert halt nichts. Und damit blockst du Cosplay. Halt effektiv. Ja, was sie halt tut, ist Ressourcen blocken, weil sie ist TBS-Champion und theoretisch gesehen könntest du mittlerweile mit den Damen, die du hast und den Storylines, die derzeit ja sehr fokussiert auf drei Damen
plus eben eine beliebige Anzahl von AW-Wrestlern eben hast, kannst du eben theoretisch diese Ressource wesentlich besser einsetzen. Ja, ja, richtig. Da bin ich voll ganz bei dir. Gerade jetzt, ich meine, wir können ja gerne drüber sprechen mit Ruby Soho, sehr mit Storm und mit und mit haken mit, wir das auch mit, direkt ab. Mit Saraya, finde ich, hast du eine erzählerische Basis, die ich gar nicht so schlecht finde. Mhm. Dass die Storyline an der einen oder anderen Stelle auch aufgrund von Einzelleistungen, was das Promo-Werk angeht, jetzt nicht unbedingt das Beste ist, müssen wir uns auch leider feststellen. Aber es sind andere Probleme. Ich finde, sie wird aber besser. Ich finde den Einstieg von Saraya, der war schwierig, auch von den Promos her. Und ich finde, das ist jetzt ein ganz Stück besser geworden. Es ist ja auch mal zumindest eine Sache, die man... Es ist eine andere Art der Kritik, die wir ausüben können, als wir sie in den letzten 2 bis 3 Jahren machen konnten. Nämlich, da war gar nichts da. Ja, jetzt richtig. Ist was da und das ist vielleicht an der einen oder anderen Ecke nicht so gut, aber es ist was da. Was? Aber stell dir mal vor, du hättest diese Fehde mit die Invader, ich weiß nicht, wie ihre Gruppierung heißt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es gelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Aber halt gegen die WWEler, die ehemaligen, gegen die AW-Wrestlerinnen. Ja. Du hättest da aber wesentlich mehr Feuer, wenn du Jamie Hayter auf der einen Seite und meinetwegen Toni Storm als DBS-Champion auf der anderen Seite hättest. Mhm, stimmt. Und dann weißt du genau, okay, diese Promotion wird gerade von beiden Gruppierungen bestimmt, aber Soho, Storm und Saraya haben ja gar nichts auf ihrer Seite, außer halt Spraypaint. Und das ist halt seit den 90ern out. Ja, also, das war da schon langweilig mit der Zeit. Also. Ne, und da hätten sie aber, jeder hat so auf ihrer Seite so ihre Königinnen, ne, und können irgendwelche Argumente auf ihrer Seite haben, aber Jade Cargill ist halt geblockt derzeit und Jade Cargill muss jemand besiegen, der dann ein weiterer Eckpfeiler für AEW wird. Soweit ist man nun mal leider schon. Mhm. Das heißt, da kann auch nicht so einfach eine Toni Storm jetzt Jade Cargill wegwemsen, weil dann hättest du sie auch nicht 400 Tage lang Champion lassen brauchen. Richtig, ja. Obwohl natürlich, wenn Es wäre ja mal ein mutiger Twist, sage ich einfach mal so, wenn eine Jade Cargill beispielsweise von den Aktionen von Ruby Soho und Toni Storm halt auch mal angepisst ist, dass sie sagt, ey, ich bin AEW Original, was wollt ihr eigentlich? Das wäre mal eine Facette, dann könntest du Jade Cargill auch so ein bisschen einen Face-Touch geben für diese Zeit und wenn sie dann den Titel verliert, okay, ne, gegen irgendeine Dame, die eventuell dann dazukommt, ne, keine Ahnung, mir fällt gerade niemand ein, ja, ich weiß, weil nicht die Damenwelt ist zumindest in dem Bereich vielleicht ein bisschen. Naomi ist doch frei, die kann jetzt woanders hin. Die ist doch nicht mit der Vertrag. Wir machen uns ja lustig, aber eine Naomi wäre tatsächlich ja passend in dieser Sache. Ich fand sie auch gar nicht so schlecht so in den letzten Auftritten bei der WWE. Ich finde, die hat sich auch verbessert, im Gegensatz zu ihrer Partnerin. Wäre natürlich da dann hey. Ich rede nicht von Sasha Banks, ich rede von der davor. Achso, du bist von Cameron, redest ja, du gerade. Ich habe den Namen leider vergessen, deswegen. Okay, alles klar. Nein, über Sasha Banks rede ich, sage ich nichts Schlechtes. Also Sasha Banks. Aber Sasha Banks würde natürlich in diese Rolle Arsch auf einmal passen, dass die als Heel in diese Toni Storm Ruby Soho Gruppierung reinkommt und dann Jade Cargill besiegt. Das würde ich nehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber statt jetzt passiert halt mit Jade Cargill so gar nichts. Die Baddies sind immer noch am Fäden, mal halb da, dann ist Kira Hogan wieder da und Sky Blue kriegt auf die Fresse und dann kommt Taya Valkyrie, was ich weiß nicht, wie du zu Taya Valkyrie stehst, aber Taya Valkyrie war eine Dame, die einmal eine ganz interessante Karriere auch hinter sich gelegt hat, da sie ja als eine der wenigen Damen, die eben im nordamerikanischen Bereich aktiv war, eben über AAA gekommen ist, über Mexiko. Leider ist die Dame in den letzten Jahren aktiv schlechter geworden. Ja. Und zwar richtig, richtig heftig. Und sie ist jetzt nicht unbedingt jemanden, den ich gerne bei AEW gesehen hätte. Das letzte Mal, dass sie mir Spaß gemacht hat, war, glaube ich, als sie relativ frisch bei Lucha Underground war. Du, das ist vor 7 Jahren gewesen. Ja. Und danach habe ich sie auch ehrlich gesagt ganz oft vergessen, dass sie überhaupt noch da ist. Ja, weil sie halt auch bei Impact war. Und Impact ist halt auch jetzt leider nichts, was langfristig so gut ist, dass man es immer auf dem Schirm hat. Ja. Ja, Impact Wrestling hat seine Phasen. Derzeit war wieder so eine Phase, die jetzt, glaube ich, dadurch, dass beide große Champions verletzt und oder nicht antreten konnten. Und jetzt hast du wieder Bully Ray und Tommy Dreamer im Main Event oder sowas, ne? Ich habe mir ja Sacrifice angeguckt und dieses Match zwischen Tommy Dreamer und Bully Ray war mal wieder so Peak TNA. Also da kann man das auch mal wieder sagen.
Mike Bailey gegen Jonathan Gresham im Opener. Und Bully Ray gegen Tommy Dreamer fast im Main Event. Ja, wenn du denkst, du hast Mike Bailey und Jonathan Gresham, stellst sie nicht in Main Event, da weiß ich auch nicht, was du da machst. Ne? Ja, besser im Opener als im Dark Match. Ja, Mike das Bailey stimmt. Auch. Oh, das ist TNA. Die haben andere TNA Probleme. Macht TNA-Sachen. Ja, genauso wie ich finde AEW Women's Division, um das mal abzuschließen, finde ich besser als noch vor drei Monaten. Da ist zumindest Substanz da, über die man sich dann einmal ein bisschen auslassen kann. Und ja, ich hoffe, dass man mit Jade Cargill so langsam mal was macht. Also weil du blockst halt effektiv einen zweiten Titel mittlerweile einfach. Aber ich finde deine Idee gut, sie wirklich an die Seite der Gruppe zu stellen, dann den Titel zu verlieren und dann, wenn sich die ganze Gruppierungssache auflöst, dass die dann zu Jamie Hayter sagt, ey, hier, weil ich euch geholfen habe, habe ich meinen Titel verloren. Jetzt bist du erstmal dran. Optionen sind ohne Ende da, ne? Also, da kannst du machen, aber meistens was immer noch so ist, es fühlt sich immer noch so an, als wenn es bei Dynamite ein obligatorisches Damensegment gibt. Ja. Und das muss man machen. Das fühlt sich immer noch so an, das muss endlich weg. Entweder man zeigt mal mehr Damenwrestling oder auch mal keins, aber so wie es jetzt ist, du weißt immer, okay, die erste Stunde ist vorbei, die zweite Stunde fängt an, das wichtige Segment ist gelaufen, jetzt kommen die Damen. Weißt du, was erschreckend ist? Was ich total erschreckend finde? Wir haben große Ligen, wir haben WWE, wir haben AEW. Wir haben in Deutschland große Ligen, wir haben WXW, wir haben GWF. Und die Ligen, die aus dem Damenwrestling am meisten machen, sind aber nicht die großen. Das sind aktuell Project Nova, die Damenwrestling richtig groß schreiben. Und das ist eine kleine dänische Liga, die auch wieder zum, ich glaube, dritten Mal ein großes Damenturnier machen. Und die ganzen, die eigentlich viel mehr haben, nutzen es nicht so, wie es ist. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, dass man nicht gleich viele Matches vielleicht bringen kann, wenn man aktuell nicht das Potenzial hat. Aber für mich gehört auch in Deutschland ein Damen-Match in die Pre-Show und zwei in die Main-Show. Dafür hast du genug Leute da. Das könntest du machen. Ja. Muss es halt auch machen. Darfst natürlich jetzt nicht Japan unterschlagen. Nein, da habe ich aber zu wenig Ahnung von. Deswegen. Die machen da was Women's Wrestling angeht, mit ihren dedizierten Women's Promotion natürlich eine ganze Menge richtig. Ne, Stardom und Tokyo Joshi Pro sicherlich die beiden größten. Aber auch Issy Dring, Ice Ribbon, wie wir alle heißen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie gut hier Eve ist. Weiß ich auch nicht. Habe ich leider auch noch nicht viel von gesehen. Wie gut wer ist? Pro Wrestling Eve, die machen auch. Achso, hier in Europa meinst du? Ja. Zumindest haben wir hier noch eine dedizierte Women's Liga quasi, die damit eben arbeitet. Bedeutet und auch viele japanische Wrestlerinnen auch einfliegen lässt, um das Produkt eben auch gut durchzumischen. Es geht hier ja vielmehr um Promotions, die bewusst gemischt sind. Ja. Und da hast du in Japan ja jetzt auch eine mit New Japan, die eben den IWGP Women's Title haben. Und da hast du auch Wrestle Kingdom, ein sehr, sehr kurzes Match, wo Sasha Banks Mercedes Moné den Titel gewonnen hat, was eben Daumen nach oben gekriegt hat. Und dann hattest du jetzt mit Battle in the Valley, wo Sasha Banks gegen Kairi eingetreten ist, hattest du eben einen großen Daumen nach oben wieder. Ja. Also jetzt kommt bald Sakura Genesis, das ist die nächste Show von New Japan, die eine Woche nach WrestleMania stattfindet. Da hast du dann Moné gegen Azumi und Hazuki, das sind zwei Stardom-Wrestlerinnen wieder. Ja, okay. Und das ist wieder dann so, da guckt man dann wieder drauf, okay, kriegen die jetzt 6,5 Minuten oder kriegen die 16 Minuten? Da kann man mal wieder ablesen, wie ernst ist das tatsächlich zu nehmen. Aber du hast schon recht, die großen Promotions, gerade auch die sich ja damit brüsten, Women's Wrestling zu positionieren, damit meine ich natürlich ja speziell die WWE, ja, klar. Aber auch AEW, die natürlich auch sagen, hey, wir wollen eine coole Women's Division haben, da ist es derzeit sehr, sehr unbefriedigend. Auch was die WWE in Richtung WrestleMania mit ihren Damen macht, finde ich äußerst schwach. Und ne, mit okay, wir haben eine Royal Rumble-Siegerin, die stellen wir gegen Charlotte Flair, die hatten mal eine Story und die muss jetzt dafür in den Main-Event von WrestleMania Tag 1 sein. Ja, nee. Dann hast du Women's Tag Team Champions, die Titel von Hoffnungsträgern gewonnen haben, da ist nichts draus geworden. Und jetzt hat man wieder da die Altstars mit reingemischt. Das ist für WrestleMania natürlich per se nichts Schlechtes, aber die Darstellung der Leute, die täglich da sind, ist dann wieder scheiße. Und Asuka gegen Bianca Belair ist auch so eine Fehde, die ist zwar ganz nett, weil das zwei gute Wrestlerinnen sind und das Match sicherlich cool wird, aber auch da ist sehr, sehr wenig Fleisch dran. Ne? Das Problem ist immer dieses, gib uns nicht nur Matches, erzähl uns auch eine Geschichte. Und da hakt es immer. Ja. Bei den Damen auf jeden Fall. Ja. Ne? Das ist ja etwas, was ich AEW grundsätzlich anhören muss, aber wenn man dann wirklich solche Dinge hat, wo steht, gib uns doch mal auch eine erzählerische Sachen. Da finde ich das wesentlich mehr aussagender. Und bei AEW in diesem Kontext eben auch. Ja.
Und auch bei Impact Wrestling, da, das war lange, lange Zeit auch eine Bastion, wo sie sagen konnten, hey, unsere Women's Division ist echt cool. Mhm. Auch das ist ein bisschen schlechter geworden. Das war doch ein Aushängeschild eigentlich mal für Impact, oder? Die Knockouts Division. Ja gut, darüber, das war aber auch eine Zeit, wo Women's Wrestling halt total tot war. Und dann hattest du da hatte man sich mehr Mühe gegeben, weil man plötzlich irgendwie 8 Damen sich da reingebuckt hat. Da war aber auch viel Mist bei. Mir geht es jetzt speziell darum, dass man mit Killer Kelly, mit Marsha Slamovic und mit Mickie James und die Damen, die da so durch die Gegend tun, natürlich schon eine große Basis hat für Impact Wrestling. Aber Impact Wrestling hat eine wesentlich größere Fluktuation, was die Qualität der Storylines angeht. Ja, gut. Unterhalb des Jahres auch teilweise. Und du merkst gerade jetzt, ist die Erzählungen von Impact Wrestling halt wieder in meinen Augen weiter unten als weiter oben. Und deswegen hast du schon recht, dass eher die entweder dedizierten Spezialligen für Women's Wrestling oder eben die kleineren Ligen wesentlich mehr und interessantere Dinge mit Women's Wrestling machen, als es eigentlich die Aushängeschilder machen sollten. Und ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, auch wenn ich es jetzt hier schon wieder anspreche, es ist nicht so schwer, eine Frauenstory zu booken. Du kannst im Grunde eine Männerstory einfach genauso dafür nutzen. Das macht ja, die Storys sind ja nicht auf Geschlecht dazu gewiesen. Solange die nicht im Ring einen Penisvergleich machen, was sie sowieso nicht machen sollten in der heutigen Zeit, gibt es keinen Grund, warum ich eine Story auch für die Frauen nutzen kann. Nö, aber weil du nicht direkt du merkst halt nicht direkt den positiven Aufschwung quasi und deswegen lässt man es einfach sein. Mit der Women's Revolution hatte man halt den Glück, dass du bei NXT eine ganze Menge ausprobieren konntest. Du hast gesehen, es hat gezündet und dann hat man es langsam über ein Jahr eben, bis dann alle groß waren und man es richtig rausfeuern konnte. Das war halt auch ein Weg nach oben quasi, den man dann auch erst aufbauen musste. Deswegen verstehe ich schon, dass wenn du bei AEW das Ganze mit einem sehr, sehr konkurrenzfähigen Herrenroster, was sehr, sehr voll ist, klar, präsentieren willst, dann ist es halt schwer. Beziehungsweise dann macht man es sich selbst schwer. Weil du hast mittlerweile so viele fähige Damen, dass das keine Ausrede mehr sein kann. Mhm. Wie du sagtest, du musst nicht Women's Fäden booken. Du musst Fäden booken. Richtig. Und da packst du Damen rein und gut ist. Geschlechterunabhängig komplett. Mut zur Lücke zeigen und dann zeigst du halt mal nicht ein Trustbusters-Match. Ja. Oder halt mal nicht Jeff Jarrett. Sondern dann zeigst du halt mal noch ein zweites Damensegment. Genau. Dann reicht das auch. Ich will ja auch nicht, dass die bei einer 8-Match-Show davon 4 Frauen-Match machen. Das erwarte ich nicht, weil so breit ist es noch nicht aufgestellt. Aber 2 bis 3 sollten da drin sein, bei der Menge an Roster, was man noch hat. Und vor allem nicht, weil man sich notgedrungen dazu fühlt, es zeigen zu müssen, weil man eine Quote besitzt. Das ist es halt. Ich bin vollkommen damit einverstanden, wenn es unter der Woche ein Women's Match gibt. Wenn es dafür dann mal 2 in der nächsten Woche gibt und dann mal keins an. Oder dann ist mal ein Women's Title Match, was über 3 Wochen aufgebaut wird im Main Event. Aber das gibt es halt nicht. Nee. Es gibt nur in der dritten halben Stunde dieses eine Damensegment, nachdem es vielleicht noch eine Britt Baker Promo gab, gab es dann das eine Match, was 4 Minuten dauert. Die klare Person gewinnt, Ende Gelände. Ja. Das ist halt was annähernd. Und das macht halt keinen Spaß. Und da muss man einfach arbeiten. Und wie du schon sagst, wir haben jetzt gerade mal eine Story. Und das ist schon mal schön. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Und hoffen, dass da mehr draus wird. Und das werden wir jetzt sehen. Und zumindest mit Jamie Hayter sehe ich eine Person, die auch mal in der Lage ist, so highlightmäßig Matches zu setzen, wo du sagen kannst, ey, warum setzen wir da nicht mal mehr als nur 5 Minuten rein, sondern auch mal 15? Ne? Das ist halt eine Dame, die dann eben punktuell wrestlerische Highlights zeigen kann. Nicht, dass ich das nicht bei Toni Storm oder so sehe. Aber die haben halt andere Stärken und Jamie Hayter ist eben da wrestlerisch anders ausgebildet, sage ich einfach mal so. Und wenn du wirklich nochmal so eine Sasha Banks so dazu kriegen könntest, dann hättest du noch einen Charakter, die auch wrestlerisch was bietet und dann kannst du da auch wirklich noch mehr erzählen. Weil die ist ja auch so, dass die auch Geschichten erzählen kann, wenn man sie hinlässt. Ja, aber wie oft haben wir das in den letzten Jahren gesagt, aber dann haben wir noch diese Person und die kommt dazu. Man und muss dann es halt machen. Tja, das ist halt das Problem, was AEW tatsächlich noch besitzt, ja. Ich habe ja den Wunsch für Forbidden Door, dass wir da beide dann Titelmatches kriegen. Einmal das New Japan und einmal das AEW World Title Match jeweils. Gegeneinander oder 2 Matches? Nee, 2 Matches. Einmal. Sagen wir mal, wenn Mercedes Moné da noch den Titel hat gegen, wen nehmen wir denn mal, gegen hier Kairo Shida zum Beispiel. Das als eines Match. Und Jamie Hayter gegen Kyrie. Mhm.
Dann hast du es durchmischt. Ich glaube, dass du für Bittendorf wieder die Hälfte der Matches wahrscheinlich nicht so ganz aufgebaut sind. Aber zumindest hast du dann sowas, wo du sagen kannst, die haben in ihren Bereichen überall Erfolge gefeiert und können sich halt herausfordern. Ich glaube, das Problem, was du dann noch eher hast, ob die Hälfte der Matches, die stattfinden, auch überhaupt stattfinden, wie sie geplant sind. Weil das war ja letztes Jahr auch das, was diese Card geplagt hat. Letztes Jahr hattest du Thunder Rosa gegen Tony Storm. Also du hattest zumindest ein Damenmatch auf der Card. Ist halt schwer, weil Forbidden Door, ne, das ist halt so eine Show, okay, ich würde am liebsten 18 Matches zeigen, kannst aber nicht machen. Nee, geht nicht. Ich glaube nicht, dass zu dem Zeitpunkt Mercedes Money noch Teil des New Japan Rosters sein wird. Vielleicht ist sie Teil des AW Rosters. oder man macht irgendwie ein Twitter-Ding, dass sie irgendwie Teil von beiden Rostern ist. Ja, könnte ich auch sein. Ich wäre überrascht, wenn es beide Titelmatches tatsächlich geben würde. Tatsächlich. Also das würde mich. Ich glaube ehrlich auch nicht dran, aber ich finde es schön. Würde ich dir zustimmen. Sagen wir, wie es ist. Gut, wir springen mal langsam ein bisschen weiter. Ja, wir hatten Battle of the Belts. Das Einzige, was wir da nicht besprochen haben, ist Orange Cassidy mit seinem da noch All-Atlantic-Titel, jetzt International-Titel. Orange Cassidy macht's gut, macht schöne Matches. Fantastischer Champion. Ja. Also absoluter Fighting-Champion. Haut gute Matches raus. Alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Manchmal weniger Hand, weil er eben die in die Hosentasche steckt. Aber Orange Cassidy ist halt immer noch so eine aufreibende Persönlichkeit, sage ich einfach mal so, wegen seines leichtfertigen Comedy-Stils und so. Aber was der jetzt so gezeigt hat alles, ich meine, er hatte allein in diesem Jahr 7 Titelverteidigungen. Muss man überlegen. Gegen Lethal, Moriarty, Wheeler Utah, Big Bill, nochmal gegen Lethal. Vergiss Kip Sabian nicht. Am 6. Richtig, der war ja bei Battle of the Belts. Ja. Und dann halt auch noch ganz lustige Tag Team Matches, ne, das mit Sting. Und dann höre ich mir so irgendwelche vom Pseudo-Veteran an, der Mann macht Wrestling unglaubwürdig. Und dann sehe ich Sting, der neben ihm sich stellt und den Spaß seines Lebens hat. Und ich sage mir so, ey, was stimmt mit euch eigentlich? Ja, richtig. Der Mann macht diese Wegroll-Spots, hat Spaß dran. Und wenn der das macht, dann könnt ihr das auch. Ja. Ich finde die All-Atlantic-Title-Regentschaft fantastisch. Der Titel ist sehr gut gebuckt. Das fand ich mit Pack auch der Fall. Ja. Er ist jetzt der International-Title, weil er aufgelevelt wurde aufgrund von Shazam, whatever, nennt ihn wie ihr wollt, komplett egal. Man will einfach aus diesem All-Atlantic-Gimmick wieder raus, damit man wieder andere Möglichkeiten hat, ne? Ja, für mich ist immer noch klar, dass das Ding Takeshita gewinnt als nächstes. Das ist auf Florian, ich mag dich ja sehr, das weißt du ja, ne? Ich bleib dabei, Takeshita gewinnt den Titel und gut. Hab ich auch gesagt. Und zwar ist für mich, das ist für mich so ein Gimmick, was ich auch bei Forbidden Door sehe, dass der All-Atlantic International-Titel immer im Vorbild verteidigt wird und Takeshita sich den da holt. Wäre schön. Vielleicht aber auch früher. Takeshita wird aber auch nicht auf der Forbidden Door Card sein. Ach, ist schade. Das ist ein politisches Problem. Ja, okay. Ich verstehe. Weil er DDT-Wrestler ist, ja. Also das, da gibt es kein böses Blut oder so, aber um jegliche Komplikation potenziell zu vermeiden, New Japan und DDT haben auch schon zusammengearbeitet. Also das sind keine Leute, die man nicht auf derselben Card sehen wird, um Gottes Willen. Das ist jetzt kein AAA-CMLL-Problem sozusagen. Richtig, genau. Aber ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht dadurch, dass so viele Wrestler da sind, was man auch vermeiden kann, sage ich einfach mal so. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man wird diesen All-Atlantic-Aspekt nie komplett irgendwie begraben, warum auch. Und da ist nun mal ein Takeshita quasi jemand, der bald mal langsam den Titel braucht. Ja. Ist da nun mal prädestiniert für. Aber ich will die Titelregentschaft von Orange Cassidy auch noch gar nicht enden sehen. Nee, doch. Wir haben ja so ein Double or Nothing, der kann den ja bis dahin noch behalten. Ja, der Mann ist nun mal jemand für, ey, du willst ein Titelmatch, whatever, klar, machen wir. Da ist er prädestiniert für, das passt einfach. Klar. Und dann das zeigt er halt regelmäßig. Charakter. Und immer gute Matches. Und mein Gott, wenn mir ein Orange Cassidy dann eben die Möglichkeit gibt, dass ich Katsuyori Shibata wieder im Ring sehe, dann macht er einiges richtig. Also von daher, Daumen nach oben im wahrsten Sinne des Wortes hier so halb, wie er es halt macht. Ja. Kommt Shibata jetzt nicht sogar vorbei, um Wheeler Utah nochmal zu verknoten? Oder habe ich das falsch im Kopf? Das ist richtig. Am kommenden Freitag, am heutigen Freitag, wenn diese Ausgabe online kommt, dann ist ja Supercard of Honor. Ich meine, über Ring of Honor können wir ja in dem Zuge ja auch gerne einmal sprechen. Wir müssen eigentlich. Wir haben endlich.
ganz wichtigen Punkt, bevor wir zu Ring of Honor kommen. Wir müssen den ersten wichtigen Punkt besprechen, und zwar das Traurige, was am Anfang des Jahres gerade auch im Zusammenhang mit Ring of Honor passiert ist, nämlich der Tod von Jay Briscoe. Das muss leider die Stimmung gerade ein bisschen killen, weil das ist sowas, was halt leider uns Anfang des Jahres getroffen hat, dass er beim Autounfall ums Leben gekommen ist, wo auch, ich glaube, seine beiden Töchter verletzt wurden, die auch mittlerweile wieder zu Hause sind. Ja, genau. Das war echt. Also, ich muss ja sagen, ich war ja lange Zeit ein bisschen anti-Briscoes, weil ich noch immer diese alten Aussagen vor denen im Kopf hatte. Da muss ich mich aber selbst auch für ein bisschen geißeln, weil ich mich damit danach nicht mehr beschäftigt habe und nicht mitgekriegt habe, dass Jay Briscoe sich dafür auch, ich würde sagen, ehrlich entschuldigt hat für das, was da passiert ist. Direkt im Anschluss. Ja. Das ist nun mal eine Mentalität, diese Südstaaten-Mentalität, wie sie auch oft verrufen wird, die existiert nun mal leider. Ja. Und Jay Briscoe ist ein Mann, der ist ein herzensguter Mensch, von allen Seiten, die du das hörst. Natürlich, gerade auch, wo er es gesagt hat, ich meine, das ist schon mal 10 Jahre, glaube ich, her, ist das nun mal eine Sache, wo er daraus dann auch gelernt hat. Aber mit diesen Fehlern musste er dann das nächste Jahrzehnt noch leben, tatsächlich. Ja, deswegen klar. War er ja auch nie bei AEW zu sehen. Oder auch bei der WWE. Das sind halt, wenn du dir überlegst, was für Leute Fehler machen im Wrestling-Geschäft und trotzdem weiter wresteln und dann wegen eines fucking Tweets, wo er aufgrund von Idiotie, Gimmick-Wrestling und Unwissenheit eben sowas rausgehauen hat und er dann dafür sich entschuldigt hat bei allerlei Seiten. Und er hat eben speziell ein paar Tweets rausgehauen, die ein bisschen hart gegen die LGBTQ-Community gehen. Aber wenn ich dann gerade von Leuten, die eben schwul sind oder bisexuell oder trans oder was auch immer. Wenn ich von denen dann höre, dass immer, wenn sie mit Jay Briscoe zu tun hatten, sie bestens behandelt worden sind und davon gar nichts mehr zu spüren war, dann muss man sich auch mal sagen, alles klar, das ist halt dann eine schöne Geschichte, dass eben dann was Positives daraus gewachsen ist. Und dass er dann so lange dafür büßen musste, das ist halt scheiße. Und dass erst dadurch ein Mark Briscoe bei AEW auch mal ein Match haben konnte, ist dann natürlich scheiße und schön, dann trotzdem irgendwo, aber trotzdem traurig. Ja. Traurig ist es ist ohne Frage. Und dann natürlich gerade der Tod von Jay Briscoe. Wrestling-Tode generell sind immer scheiße. Wrestling-Tode treffen einen immer noch mehr, weil es eines unserer Lieblingshobbys ist und man mit den Leuten groß geworden ist. Speziell ich, ne, seit 2006 Ring of Honor-Fan und da war Jay Briscoe halt immer oben auf. Aber dann auch noch so eine Sache, wo es halt nicht jemand ist, der Steroidenmissbrauch getrieben hat oder der eben an einer Krankheit leidet, wo du weißt, okay, irgendwann wird es vorbei sein, sondern ein Autounfall. So von jetzt auf gleich, wenn man hatte, als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren wir kurz nach Final Battle, bestes Match ever. Ja, total. Und dann Ende. Und das ist so ein Wow. Das ist ein mehr kann man einem nicht den Boden unter den Füßen wegziehen und es hat wenigstens sehr, sehr schöne Momente dann gebracht, eben an die Karriere von Jay Briscoe sich zu erinnern. Mark Briscoe, der bei AEW gelandet ist, die Tribute-Show natürlich auch, beziehungsweise das Jay Briscoe-Tribute-Match dann auch mit Mark Briscoe gegen Jay Lethal und dann jetzt eben, dass das bei Supercard of Honor auch nochmal gewürdigt wird. Das sind dann die positiven Sachen, die dann halt so eine traurige Sache immer so mit sich bringen, ne? Die Tribute-Shows und das Positive sich dann daran erinnern. Dass das leider alles immer einen traurigen Hintergrund hat, ist natürlich leider der ganzen Sache. Aber es ist schön, dass man eben, wenn man sich dann daran erinnert, fast immer nur positive Sachen irgendwie zu erwähnen hat. Das ist ja auch mal eine nette Sache nach all den Jahren von das ist ein Mörder und das ist jemand, der Scheiße baut und so. Wir haben schon ganz, ganz schlimme Sachen erlebt im Wrestling und dann, dass jemand, der einmal natürlich Fehler macht, aber auch seine Fehler eingesteht und dann immer noch seinen Job so großartig macht und auch, was man so an Privatsachen jetzt gesehen hat, wo man denkt, das war halt ein guter Kerl, so wie es aussieht. Ne? Der hat halt eine Schnabelschnut, wie man manchmal rein sagt, sagt manchmal zu früh was, ohne darüber nachzudenken, aber versteht es dann im Nachhinein. War aber trotzdem scheinbar ein Mensch, mit dem sich sehr viele befreundet waren, sich identifizieren konnten und der auch sehr viel Gutes gemacht hat. Und das ist jetzt abseits des Wrestling und was wir im Wrestling von ihm gesehen haben, das ist, da haben sowohl AEW als auch WWE haben sich da eine Qualität entgehen lassen, auf Grundlage dessen, was vor 10 Jahren passiert ist. Die müssen sich da, das muss denen lange leid tun.
dass sich das damit gehen soll. Die Briscoes waren auch in jedem Lockerroom der Welt immer irgendwo mal, ne? Ob es in Japan war, in Europa war, in Amerika, in jedem Lockerroom überhaupt. Es ist halt nur traurig, aber das ist ja generell so, das hat jetzt nichts mit Wrestling zu tun, aber man redet viel zu selten über so gute Sachen, die eine Person so tut, und es braucht immer erst den Tod dieser Person, damit man das überhaupt richtig, richtig würdigt. Und das ist halt eine sehr, sehr makabere Sache, die ja in der Gesellschaft halt scheiße ist, aber das ist das allgemein ist ein Problem, da hast du recht. Das ist nicht nur ein Problem vom Wrestling eigentlich. Nee, nein, um Gottes Willen. Mhm. Du redest immer, wenn die negativen Sachen, redest du immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, und dann holt man alles raus. Das Positive lässt man immer viel zu lang unbesungen. Aber so ist es leider. Aber das Leben geht weiter. Mark Briscoe ist eine unglaublich starke Persönlichkeit, die halt weitermacht. Und das hast du dann eben auch bei den Matches gesehen. Mhm. Ja. Und bei AW hatte natürlich allen voran das Jay Lethal Match, wo Jay Lethal ein Wrack war, weil Jay Lethal natürlich auch viel mit Jay Briscoe zusammengearbeitet hat bei Ring of Honor. Und ein Mark Briscoe, der eben, ich möchte nicht wissen, wie es in Mark Briscoe aussieht. Ich glaube, da spielt auch noch Religion so ein bisschen noch die Rolle, dass man da natürlich einen gewissen Trost finden kann. Aber das ist so eine starke Persönlichkeit, und für ihn wünsche ich mir halt immer nur das Beste, aber vielleicht hat er die Möglichkeit, am heutigen Freitag dann ein bisschen was zu erreichen, denn er tritt ja auch an bei Supercard of Honor tatsächlich. Ne? Genau. Und ich würde sagen, wir machen eben mal den Ring of Honor Block, den schieben wir jetzt ein. Ja. Der Honor Club ist da. Wir haben ein paar Shows gehabt. Ich glaube, vier waren es jetzt, ne? Mittlerweile, oder fünf. Next. Ja. Ja, immer mit entsprechend auch interessanten Matches, die mit auf der Card waren. Wenn du siehst, auf der ersten Show hast du halt mal Claudio Castagnoli gegen A.R. Fox im Main Event. Das ist auch nichts, wo ich sagen würde, das gucke ich mir jetzt nicht an. Ne? Muss man sagen. Das Mark Briscoe natürlich auf der Card, was auch ganz wichtig ist. Du hast Veteranen drauf, wie den Kingdom, weil Kingdom ist ja auch sowas, was ich mit Ring of Honor total verbinde. Mhm. Also wenn ich den Namen höre, denke ich auch immer, die gehören, sind für mich Ring of Honor. Die kann ich nirgendwo anders zuordnen. Das ist einfach so. Weiß auch nicht, warum. Versucht. Aber die hatten ja auch ihre Ring of Honor Invader Storyline eben. Und Mike Bennett, ja, den hatten wir ja nun mal auch bei WWE. Ja, ja, aber das kannst du auch vergessen, die Zeit, die er bei WWE war. Total. Ja. Und Christopher Daniels natürlich auch auf der Karte. Also das sind so Leute, wo du sagst, das ist halt Ring of Honor, ne? Ja. Und wir haben halt Super God of Honor, das ist der nächste Weg, wo es hingeht. Da werden wir, können wir jetzt mal kurz hinausschauen, was wissen wir denn schon? Supercard of Honor. Wir haben sieben ganz Matches. Ist ja am Freitag. Wir haben noch eine Ring of Honor Show. Wir haben sieben Matches. Wir werden neue Tag Team Champions natürlich herausgefunden, weil nun mal die letzten Tag Team Champions nicht mehr gemeinsam antreten können. Jay Briscoe war es nämlich. Und ich finde schön, dass Mark Briscoe nicht allein antritt mit irgendeinem anderen Partner. Das finde ich sehr gut. Du wirst Mark Briscoe nie wieder in eine Tag Team Rolle so leider kriegen können, weil ich glaube, er will es auch gar nicht, weil er ist nun mal, das verstehe ich dann auch komplett, außer halt das, okay, wir machen jetzt mal ein Tag-Team-Match, ne, klar, aber so diese dauerhafte Dasein als Tag-Team-Wrestler für Mark Briscoe ist nun mal dann tragisch beendet worden. Ich sehe ihn eher mal im Trios-Bereich, da könnte ich mir ihn vorstellen, dass er da vielleicht... Durchaus, natürlich, man macht es jetzt ganz smart, man macht ein Reach-for-the-Sky-Ladder-Match, Reach-for-the-Sky ist natürlich eine der Catchphrases von den Briscoes gewesen. Mhm. Dann macht man es halt zum Ladder-Match, weil es macht halt Sinn. Und da hast du dann die Lucha Brothers, du hast Top Flight, du hast Kingdom, Aussie Open und La Faction Ingobernable drin. Das wird Apeshit. Ja. Ten-Man fliegt durch die Gegend, geil. Mike Bennett hat eine echt coole Promo gehalten. Der ist der de facto Heel in diesem Match. Mhm. Man hat halt gesagt, ey, an diesem Abend, da geht es nicht darum, dass wir Wrestler sind und uns gegenseitig bekämpfen, sondern es geht darum, eine Person und ein Team zu respektieren, wo ich dann sage, Alter, geile Sache, funktioniert echt gut, du hast fünf geile Teams hier drin. Generell diese Card, die ist absolut Banane. Total. Ich habe auch schon vorgekauft meinen Zugang quasi zu Supercard of Honor. Ich würde mir das auch ganz entspannt am Wochenende angucken. Ja, ohne Frage ist für mich auch die Sleeper-Show des Wochenendes. Ja. Du hast Embassy gegen AR Fox, Black Christian, Metalik, die haben sich so ein bisschen gefunden in den letzten Wochen. Bei Ring of Honor, generell zu den Television-Shows kann man sagen, es ist so, wie ich mir Dark und Dark Elevation wünsche. Mhm. Dark und Dark Elevation haben das Problem, dass sie Drittshows sind und sich dementsprechend auch so anfühlen, auch wenn sie Storylines haben, weißt du genau, das ist nicht das A-Produkt. Ja.
Bei Ring of Honor hast du zumindest die Struktur von normalen TV-Shows mit Champions, mit einer klaren Hierarchie, aber trotzdem eben viel B-Talent, sage ich einfach mal so. Aber das ist der Charme, der das Ganze hier ausmacht. Das ist eine Indie-Liga im AEW-Kosmos. Und das funktioniert in meinen Augen auch ganz gut. So wie hier eben mit Blake Christian, mit AR Fox und Metalik, die sich so ein bisschen gefunden haben aufgrund ihrer Tag-Team-Matches. Und dann eben jetzt den Shot auf diesen Six-Man-Tag-Team-Title bekommen, den eben von der Embassy und eben den vorhin schon erwähnten Brian Cage erhalten will. Das ist so das nominell wahrscheinlich schwächste und uninteressanteste Match, aber trotzdem wird das ein Six-Man-Tag-Team-Fest Heavyweights gegen Flippy Guys werden. Also das wird auch ohne Probleme funktionieren. Ja, ist schon krass, ja. Aber der Rest der Card, du hast Samoa Joe gegen Mark Briscoe, wo ich fest davon ausgehe, dass Mark Briscoe hier einen Television-Title das run. Das glaube ich auch. Weil warum nicht? Lass Mark Briscoe doch nicht jetzt verlieren, Gottes Willen. Ja, oder du bringst dann mit Joe wirklich als Oberheel rüber, ne? Das kannst du natürlich auch machen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, an dem Abend Samoa Joe wird sicherlich auch ein bisschen faciger antreten, ja, ich gegen Mark Briscoe. Also. Aber Samoa Joe kannst du dann eben wieder rauskoppeln in die AEW Main Shows rein, zum Beispiel. Richtig. Du hast Athena, die Ring of Honor Women's World Championess, die wird gegen die Tokyo Joshi Pro Wrestlerin Yuka Sakazaki antreten, die ja auch schon bei AEW zu sehen gewesen ist. Hat man dann so ein bisschen damit aufgebaut, dass Athena halt aus Gründen Yuka Sakazaki als Gegnerin haben wollte. Also Athena hat halt Matches gewonnen, jetzt am vergangenen, heutigen, was bei Dark, sie hat gegen Emi Sakura gekämpft. Ja, okay. Deswegen wird ein gutes Match werden auf jeden Fall. Und Athena in dieser Rolle funktioniert besser, als wie Athena bisher bei AEW funktioniert hat. Du hast Wheeler Yuta gegen Katsuyori Shibata. Warum wir überhaupt auf diese Show gekommen sind. Das ist natürlich extrem Banane, passt aber zum einen sehr gut, weil natürlich Shibata aufgrund seiner Verletzungshistorie ja einen Stil wrestlen kann, der immer noch ein bisschen vorsichtiger ist, obwohl ich immer noch der Meinung bin, ja, natürlich, aber entweder er kann wrestlen oder er kann nicht wrestlen. Ja, das stimmt. Vorsichtig wrestlen ist so eine Sache, das will ich eigentlich nicht sehen. Wenn er wrestlen kann, dann würde ich ihn gerne auch normal im Ring sehen, siehe Bryan Danielson. Und wenn es Vorsichtsmaßnahmen geben muss, dann soll der bitte einfach nicht wresteln. Denke ich auch, ne? Aber hast du bei ihm das Gefühl, dass er vorsichtig wrestelt, auch beim Match gegen Orange Cassidy? Nein, 0,0. Deswegen finde ich es ja gut, dass wenigstens AEW dann eben diese Plattform bietet. Wheeler Yuta als Pure Champion ja jetzt auch wesentlich heelischer, als er es noch vor einigen Monaten war. Der Blackpool Combat Club natürlich insgesamt ein wenig, möchte sie nicht als... Obwohl mittlerweile kann man sie auch als klare Heels bezeichnen. Ich würde dir aber bei insgesamt widersprechen. Weil Brian Danielson ist nicht geturnt. Aber der ist ja auch seit dem heelischen nicht mehr mit dem Blackpool Combat Club komplett gesehen. Aber da kann man natürlich auch eine Story draus drehen. Wheeler Yuta hat zumindest vor kurzem gegen Clark Connors war es gekämpft. Das ist natürlich einer der New Japan LA Dojo Leute. Und Wheeler Yuta hat einfach gesagt, okay, ich habe den kleinen Kram besiegt, gib mir den Chef. Chef ist Katsuyori Shibata. Aber kurze, einfache Geschichte, ne? Kurze, einfache Geschichte, mehr brauchst du auch nicht. Und bei Ring of Honor will ich das auch gar nicht. Ring of Honor, die Shows sind in meinen Augen fokussiert immer besser geworden. Über die letzten Wochen. Es sind immer noch ein bisschen sehr viele Matches. Diese Show muss nicht 2 Stunden lang sein. 90 Minuten reicht vollkommen aus. Ja, aber das war nun mal das erste Taping. Wir werden uns da noch eingrooven, auf jeden Fall. Aber ich finde, was denkst du, wie lang wird denn der Event? 3 Stunden. 3 Stunden. Ja, ich finde so zwischen 2 und 3 ist eine gute Zeit für ein Event. Alles, was drüber ist, finde ich anstrengend. Ja. Kommt ein bisschen drauf an. Ich habe letztens eine DDT-Show gesehen, die ging 6 Stunden. Aber das war auch das Gimmick der Show. Das hat man gesagt. 23 Jahre DDT, wir machen in der Currican Hall 5 Stunden Wrestling. Dann sind es 6 geworden. Aber die Card war dementsprechend gut, dass sie keine 23 heißt, Stunden draus gemacht haben. Du, das wäre auch nicht, hätte mich auch nicht überrascht tatsächlich. Ja, das Match des Wochenendes, Potenzial ist sicherlich da. Hijo del Vikingo gegen Commander. Wir haben Commander jetzt live sehen dürfen. Mhm. Er war der MVP in meinen Augen des Karats aufgrund seines Stiles. Und Vikingo konnten wir jetzt vor kurzem bei AEW gegen Kenny Omega sehen. Die beiden treten gegeneinander jetzt hier an und die kennen sich in- und auswendig. Also das ist ein AAA-Mega-Championship-Match. Und da habe ich eine Frage direkt an dich. Oh gut, ja. Frag mich nicht über die Historien. Nein, überhaupt nicht. Ist es sinnvoll, bei der ersten großen Show, die du jetzt als Ring of Honor wieder präsentierst, einen fremden Titel mit auf die Karte zu nehmen? Ja, absolut. Das ist Ring of Honor, wie es leib und lebt.
Ring of Honor war ja auch damals bei WrestleMania-Wochenende die Plattform für Dragon Gate im Jahre 2005, 2006. Ja. Ring of Honor war die Promotion, die New Japan nach Amerika geholt hat. Mhm. Okay, dann passt das wieder. Ring of Honor hatte im Anfangsjahr eine Kooperation mit All Japan, wo dann so Wrestler wie Satoshi Kojima plötzlich da waren. Das ist Ring of Honor. Okay. Plattform für andere Wrestler bieten, andere Stile bieten. Nicht umsonst war ja auch Pure Title nun mal eine ganz besondere Sache. Dann habe ich gleich direkt noch eine zweite Frage an dich zu dem Match. Glaubst du, dass wir hier nochmal einen Kenny Omega nach dem Match sehen? Nein. Das glaube ich nicht. Das ist für mich so ein sehr, sehr eigenes Ding, was wirklich so abgehakt Triple A ist, dass ich nicht glaube, dass es da irgendwelche Storyline-Aspekte oder so gibt, sondern einfach nur ein Showcase-Match. Richtig, genau. Ich könnte dir auch nicht sagen, wer gewinnt. Und deswegen ich gerade so reagiert habe, was die Titelsachen angehen bei AAA. Und du kannst dir einfach nur mal angucken, wie viele Titel diese Promotion hat. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Nämlich derzeit sind es 9. Ist ja auch noch gegen die WWE noch relativ wenig, oder? Ne, auch gegen AW ist das, wenn man bedenkt, wie viele Shows die haben, jetzt nicht unbedingt viel. Aber das ist nun mal so ein Gag, dass die Titel nicht so wichtig sind wie das, was im Ring passiert. Ja, okay. Das ist hier ein Showcase-Match. Das wird den Leuten die Hose ausziehen. Und das wird awesome werden. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Das einzige Match, was so eine jetzt längere Geschichte eigentlich hat, wobei ich zwischendurch gedacht habe, die hätten sie komplett vergessen, ist ja das Ring of Honor World Title Match zwischen Claudio und Eddie Kingston. Das hat ja quasi angefangen mit dem Auftreten von Claudio bei AEW, ne? Und dann mit dem Blood and Guts Match. Forbidden Door, passenderweise. Ja. Das Blood and Guts ist was da Donnerstag danach war. Mittwoch danach. Stimmt, war. Ja, das war ja direkt danach. Ja, man kann natürlich diese Geschichte auch noch viel, viel weiter in die Vergangenheit ziehen, ne? Dass das eigentlich schon ein Match ist, was eben schon länger gedauert hat, weil wir kennen es, Claudio Castagnoli ist irgendwann zur WWE gegangen und sollte eigentlich noch ein letztes Match gegen Eddie Kingston haben, das wurde ihm aber verwehrt. Und deswegen offene Geschichten, offene Bücher, offene Tore, die hier eingerissen werden. So wie es AEW eben macht, dass Wrestling-Historie auch AEWs Historie ist, das können sie. Ring of Honor sowieso. Und deswegen, ja, ist natürlich eine ganze Menge Hitze in diesem Kampf drin. Und man kann das sehr, sehr kurzfristig, konnte man es auch aufbauen, weil Eddie Kingston dann ja AEW verlassen hat und dann eben jetzt gegen Claudio antritt, der passenderweise World Champion wieder geworden ist bei Final Battle. Ja. Ist ein Match mit sehr viel Historie, ist ein Match mit sehr viel Feuer drin, wird sicherlich sehr, sehr intensiv werden, wird Eddie Kingston natürlich verlieren. Weil Eddie Kingston alles verliert, was von Relevanz ist? Oder warum meinst du? Das ist Eddie Kingstons Geschichte. Eddie Kingstons Appeal ist es doch, dass er ein Jedermann ist, der Probleme hat, wie jeder andere auch, aber eben es bekämpft. Der Mann ist doch nicht Champion. Der Mann meinst ist du nicht, dass er irgendwann mal den Rocky Weg kriegt? Nicht einmal die Rocky-Story? Eddie Kingston hat Rocky nicht gesehen. nein, das glaube ich nicht. Also, er war ja, der große Titel, den er mal eine Zeit lang getragen hat, war der Chikara Grand Championship. Und das hatte ein bisschen mit damit zu tun, aber auch, dass er, ich weiß nicht, ob der Name Larry Sweeney was sagt. Ja, ja. Manager gewesen, großer Charakter, ja auch von der Ring of Honor-Historie. Und dieser Grand Title war halt so ein bisschen auch an Ehre an ihn quasi angelegt. Da mal ein Fun Fact, Eddie Kingston ist der am längsten amtierende Chikara Grand Champion. Ja, das wird ja auch sich auch nicht mehr ändern, weil weil die Liga nicht mehr gibt. Korrekt. Ja. Aber da hatte man diesen Story-Aspekt eben noch, weil Eddie Kingston und Larry Sweeney Buddies waren und deswegen sich das Ganze so hochgebaut hat. Ja, Claudio und Larry Sweeney übrigens eben auch, weil Larry Sweeney war mal der Manager der Kings of Wrestling, was ja Claudio Castagnoli und Chris Hero waren. Ja, stimmt. Aber ich weiß natürlich, dass viele Leute ihn gerne als Champion sehen wollen. Ich das aber nicht, halt nicht weil, weil die Tragik ist dann halt verloren gegangen. Dann ist der Mann Champion und dann? Ich meine, natürlich möchte man sagen, irgendwie, dass irgendwann er auch mal sein Ziel erreichen sollte. Aber es ist mal Eddie Kingstons Charakter irgendwo, dass er dann halt es nicht schafft. Eddie Kingston hätte nur eine WWE-Möglichkeit des Champion-Titel gewinnen, nämlich dass der ihn gewinnt und direkt durch ein Money in the Bank Cash-In wieder verliert. Das wäre sowas, wo du dann wirklich diesen absoluten Tiefpunkt noch mit ihm erzählen könntest.
so James Storm oder genau. Josh Alexander-Style bei Impact Richtig. Wrestling und so. Ja, durchaus. Das kannst du auf jeden Fall machen. Aber ich hätte keine Probleme damit, wenn Eddie Kingston Champion wird. Aber ich glaube, viele Leute unterschätzen den Aspekt und den Appeal von Eddie Kingston als jemand, der nie Champion wird. Mhm. Ist eine doofe Storyline. Ist nun mal so. Aber macht Eddie Kingston natürlich umso besonderer. Klar. Klar. Ja. Aber das sind die 7 Matches, die angekündigt worden sind. Da werden sicherlich noch einige hinzukommen, weil es Ring of Honor ist, weil man Zeit füllen kann und muss, weil hunderttausende Leute an diesem Wochenende da in der Gegend sind. Klar, ist ja WrestleMania-Wochenende halt, ne? Da ist ja alles da, was man aus der Wrestling-Welt kennt, quasi, in der Welt. Alles, was gesund und munter ist da zumindest, ja. Richtig. Ja, aber ich bin gespannt. Das ist für mich die Show, auf die ich mich am meisten wrestlerisch gesehen freue. Kann ich verstehen. Jetzt müssen wir nochmal einen Blick zurückwerfen. Zumindest noch mal kurz auf Revolution schauen. Einige Sachen haben wir schon besprochen. Also wir haben schon das MJF-Daniels-Match besprochen, wir haben das Tag-Team-Match besprochen, wir haben Wardlow Joe besprochen, wir haben über Janie Hayter, Soraya, Ubiso haben wir auch gesprochen. Das war ja. Ja, Ricky Starks, Jericho haben wir gesprochen. Was wir nicht besprochen haben, ist das Trauma für Funny, nämlich dass Jack Perry endlich Christian Cage besiegt hat. Ihn auch begraben hat. Im Final Burial Match, wo plötzlich der Sarg einfach wie so eine Klospülung plötzlich runtergeballert wurde. Dass man dann daraus noch ein Sarg-Match gemacht hat, war so ein bisschen self-fulfilling prophecy, weil einfach dann Jack Perry diese eine Segment hatte, wo er den Christian Cage Grabstein da beackert hat. Dann haben sie halt aus diesem No-DQ-Match direkt so ein Final Burial Match getan. Ist vollkommen egal, es war voll okay. Ich fand Jack Perrys Promo bei diesem Grabstein-Ding ja gut, aber ich habe mir im ersten Moment gedacht, die WWE hätte gerne ihre 90er-Jahre-Kulisse wieder zurück. Also, ja, da hätte auch der Undertaker stehen können, ja, das ist richtig. War cool. Also braucht er natürlich auch, wenn er danach jetzt in diesem Top-Match steht, potenziell steht, ne, mit MJF und Co. Deswegen, ja, war gut. War jetzt endlich der finale Sieg quasi für Jack Perry gegen Christian Cage. Und ich bin froh, dass er jetzt als Jack Perry antritt. Hoffentlich bleibt es so. Ja, man hat's ja Stück für. Er ist ja Jungle Boy, ja, gut. Jack Perry. Wie der Nature Boy Ric Flair, ne? Da hat man es ja auch nie gesagt, er ist der Nature Boy. Und da hat man auch irgendwie nie irgendwas so gesagt, ne? Mhm. Ja, richtig. Warum denn nicht? Bin mal gespannt, wie es da weitergeht, wie er da jetzt in den Main Event reingeht und was da. Ich glaube noch nicht, dass er jetzt schon an der Reihe ist, da die große Rolle zu spielen. Aber Möglichkeiten sind da, in einem Jahr ihn da nochmal vielleicht prominenter reinzubringen. Vielleicht, wenn das Ende vom MJF das Ende kommt, in Anführungsstrichen, dann würde es halt passen. Auch ein Jack Perry könnte derjenige sein, der MJF letztendlich. Es könnten tausende Leute sein. Es könnten alle Leute in diesem Match dann nochmal sein, in einem Einzelmatch. Es könnte Moxley sein, es könnte Cody sein, es könnten alle sein. Also, Cody kommt wieder zurück, stellt er das vor, um MJF dann. Ja, Moment, er war. Ja, es ist ja jetzt, das wäre ja ein neuer Vertrag. Das heißt, gilt die Stipulation dann überhaupt noch? Das ist eine Sache, die kann ich dir leider als Nicht-Einseher der Vertragssituation nicht beantworten. Aber es wäre definitiv eine Möglichkeit. Ja, richtig. Ja, dann hatten wir das House of Black, was endlich mal Gold hat. Nämlich, wir haben das Trios-Match gehabt. House of Black hat sich den Titel gesichert. Malakai Black hat endlich mal was in den Händen nach seinen ganzen Reden. Und das Match hat auch Spaß gemacht, oder? War auch notwendig, dass House of Black gewinnt, weil Elite hat es nicht notwendig, mit diesem Gürtel noch weiter rumzulaufen, speziell wenn man jetzt storyline-mäßig was anderes macht. Ja, absolut richtig. Ich kann jetzt das House of Black auch ein bisschen ernster nehmen, weil sonst waren sie halt nur spooky und hatten gar nichts. Jetzt sind sie spooky wenigstens mit Champion-Titeln. Und gerade ein Brody King, der sich in den letzten Monaten in meinen Augen auch nochmal sehr, sehr gefunden hat. Die gehen halt in dieser Rolle echt gut auf und ja, die Elite hat halt andere Sachen jetzt zu tun. Das finde ich auch gut. Leider ist ja Matt Jackson anscheinend verletzt. Und Kenny Omega macht jetzt halt Singles-Sachen, was ich auch gut finde. Und das läuft. Das hatte alles schon Hand und Fuß, war für mich auch das drittbeste Match des Abends. Was sagst du zu dem Thema mit Omega gerade wieder, dass man jetzt wieder den Weg mit Paige irgendwie zusammen sucht? Ja, spannend, ne? Richtig so. Also, weil natürlich auch, also das war nur eine Frage der Zeit, bis das wieder kommt. Und es war ja auch genug Pause, muss man sagen. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie lange Zeit gesagt wurde. Es hilft allen Beteiligten, gerade auch an Adam Page wieder,
dadurch ein bisschen an Format gewinnt. Ja. Und nein, ist alles gut, so wie er es macht, auf jeden Fall. Florian, wer wird der dritte Mann, wenn es da wirklich auf einen Kampf gegen den Blackpool Combat Club rausgeht? Welchen dritten Mann in Bezug auf, was meinst du, auf Kenny Omega und Kenny Adam Page? Kenny Omega und Page, ja. Ja, die Leute wollen ja, glaube ich, gerne Kota Ibushi dafür sehen, ne? Weil der mit Kenny Omega, weil die Golden Elite Golden ist Lovers. Ja nun mal ein Begriff. Ist ja nun mal ein Begriff, ja. Der fährt. Ich glaube, wir müssen uns doch nicht über einen dritten Mann Gedanken machen. Ich glaube, da gibt es doch gar nicht so, was handfest geplant ist. Ich glaube auch erstmal wird die Geschichte zwischen den beiden laufen mit Don Callis, dass man das dann auflöst. Und dann muss man weit gucken, wo es überhaupt hingeht. Ja. So sieht's aus. Ja. Du kannst es natürlich machen. Du kannst natürlich da ein Ibushi, wenn das überhaupt funktioniert, reinbringen. Du kannst auch sagen, dass ein Danielson so genervt ist von seinen Kollegen, dass der sich an die Seite stellt. Also da ist vieles auch möglich. Auch das könnte man machen. Ein Konosuke Takeshita wird ja schon lange, lange Zeit von Don Callis versucht zu beworben. Also es gibt mehr als genug Optionen, auch hier den dritten Mann richtig einzubauen, wenn man ihn einbauen will natürlich. Könntest du dir vorstellen, dass Callis zum Blackpool Combat Club wechselt? Nein, das glaube ich nicht. Okay, weil das war nämlich auch ein Gerücht, was jetzt kam, ne? Das halte ich für ausgeschlossen. Das ist nicht Don Callis Art und Weise. Nee. Würde auch irgendwie nicht passen. Nee. Der passt auch nicht zu der ganzen Gruppierung, weil das würde zwei komplett verschiedene Stile so vermischen, dass es einfach nicht mehr passt. Ja, irgendwo, ich habe ja kein Problem damit, ne, so dass die Ursprungsmentalität des Blackpool Combat Club ein bisschen damit verwischt wird, dass man jetzt eben unfaire Sachen macht, finde ich okay. Ja. Aber mit Don Callis würde es dann in eine Sports-Entertainment-Schiene gehen, die einfach nicht passt, stilistisch gesehen. Mhm. Vielleicht sollte das auch das Ziel sein, aber das möchte ich eigentlich tatsächlich gar nicht sehen. Nee, kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Sag ich jetzt, weil vielleicht ist es awesome, wenn die plötzlich gemeinsame Sache machen, aber Stand jetzt würde ich eher davon Abstand halten. Ja, und jetzt können wir einfach nochmal drüber sprechen. Jetzt haben wir alle Matches abgearbeitet. Was denn heute noch quasi am 29.3. passiert? Wir haben ja noch Dynamite, ne? Haben wir drüber gesprochen? Wir haben noch Dynamite, ja. Wir haben Soho gegen Willow Nightingale. Ich habe bei der Willow Nightingale auch zuerst gedacht, die würden mit der ein bisschen mehr machen, aber aktuell ist die so ein bisschen. Ja. Ist bei Ring of Honor, man sieht sie ja immer mal wieder an der Seite jetzt der AW richtig. Originals, ne? Ja. Also ich glaube, sie da zu präsentieren, hat auf jeden Fall ist ein Schritt nach oben, ja. Weil sie nun mal jetzt in der Top-Damen-Fehde mit involviert ist. Ich hätte nur gedacht, dass man sie schneller da hochpusht. Das war aber mein Fehler wahrscheinlich der Wahrnehmung, weil die so extrem gefeiert wurde, auch im ganzen richtig. Bereich. Ne? Matt Hardy gegen Jack Perry. Da habe ich irgendwie den Faden verpasst. Warum haben die jetzt was miteinander zu tun? Oder ist es einfach nur, um Jack Perry noch einen Sieg zu geben? Du siehst genauso fragend aus wie ich. Okay, lass das. Ich überlege gerade, es rattert gerade bei mir, aber Hook hat mit den anderen Leuten von Matt Hardy und Co. zu tun. Da ist Ethan Page drin. Ja. Jack Perry, der hat Christian besiegt. Christian und Matt Hardy hatten ein Ladder-Match in den 90er Jahren und deswegen tritt er jetzt gegen. Du, manche Sachen sind doch unergründlich. Der nimmt sich jetzt alle vor, die auf dem Weg von Christian waren, ne? Geil, ich freue mich schon auf Gangrel gegen Jack Perry. Oh mein. Und wenn er dann jetzt am Sonntag, wie auch immer, dann dafür sorgt, dass Edge das Match gegen Finn Balor verliert, weil es eine kurzfristige Kooperation gibt. Da gibt es Edge gegen Jack Perry bei. Yes! Und bei Forbidden Door natürlich dann. Oh Gott, ja. Ja, okay, das ist doch bescheuerter als die andere Idee. Wir können auch gut rumspinnen, ja, das stimmt. Dalton Castle und die Boys gegen Blackpool Combat Club. Okay, Dalton Castle, die Boys werden verprügelt. Das ist halt schon mal. Gut. Ja. Strich und Faden. Und Orange Cassidy gegen den Butcher. Ich finde, Butcher und Blade sind so welche, die bei mir leider, die so ein bisschen bei AEW untergehen, wobei ich die als Team eigentlich gar nicht so schlecht finde. Weiß auch nicht. Aber wenn sie wrestlen, hat das Hand und Fuß. Ist gut so. Man hat so viele Leute und deswegen kann man nicht alle präsentieren. Ist schade, ist nun mal die Realität. Ja. Wer ist noch so ein bisschen untergegangen? Danny Garcia, aber der darf zumindest gegen den zurückkehrten Adam Cole antreten. Ist auch gut. Ja, aber der ist in meinen Augen nicht untergegangen, weil er ja bei der Jericho Appreciation Society schon immer noch ein wichtiger Spot war und natürlich auch in der Ricky Starks Fehde. Okay, er ist eine Reihe zurückgegangen, sagen wir es so. Ja, das Problem, was ich halt bei ihm sah, du hattest halt wesentlich mehr mit der ganzen, ist ja ein Wrestler, ist ja ein Sports-Entertainer-Geschichte und diese Story sah so gut aus und dann hat man es verhauen. Oder man hat es nie geplant gehabt und hat einen potenziellen Weg aufgezeigt, der super interessant gewesen wäre. Mhm. Und man ist sie nicht beschritten, das muss man ja dann auch mal sagen. Ja, richtig. Der Fokus ist halt weg.
Ne? Und das ist halt schade. Ich meine, er hat im Main Event ist ja Ring of Honor Pure Champion geworden von einer Dynamite-Ausgabe. Und dagegen ist er natürlich zurückgetreten. Aber insgesamt ist er immer noch eine sehr, sehr präsente Persönlichkeit. Ja, das stimmt. Mich freut es, dass Adam Cole wieder zurück ist. Bin gespannt, wie sein Weg weitergeht. Sicherlich auch einer, der noch im Laufe des Jahres gegen MJF verlieren wird. Ja, das glaube ich auch. Der wird damit oder er gewinnt im Dezember gegen ihn. Kudos. Ja, aber ich sehe Adam Cole überhaupt nicht so in dieser, ich weiß nicht warum, aber vielleicht auch, weil er jetzt so lange weg war, in der Titelregion da was zu gewinnen. Also zumindest beim Haupttitel sehe ich ihn überhaupt nicht. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Adam Cole ist seit seiner Ankunft noch nie bei AEW angekommen. Ja. Einfach, weil er dann schnell diese Dulli-Fehde mit Orange Cassidy hatte. Ja. Und dann mit seinen Streitigkeiten. Ich meine, du kannst diese Streitigkeiten mit Kyle O'Reilly, Bobby Fish und so gar nicht mehr aufspielen mit den Young Bucks, weil Kyle O'Reilly ist verletzt und Bobby Fish, der treibt sich in irgendwelchen Indie-Ligen derzeit rum. Oh, der baut aber auch, also ich glaube, Bobby Fish sollte das mit den Promos lassen, oder? Wieso erinnerst du dich immer noch an seine Where's the Lie Impact Wrestling Promo? Ich habe das Problem, sobald Bobby Fish was sagt, schalte ich irgendwie ab. Ich weiß nicht, irgendwie packt der mich gar nicht von der Art, wie er redet. Vielleicht liegt das auch nur mir, aber. Ich glaube, du musst dir keine Gedanken machen. Der tritt ja überall auf, aber nirgendwo konsistent. Also, der ist ja ein gutes Enhancement-Talent. Oder ein guter Tag-Team-Wrestler. Ja, ne? Oder so, ja. Aber deswegen muss ich Adam Cole keine Gedanken mehr machen. Er ist jetzt eine komplett frische Persönlichkeit quasi. Ja. Und da ist alles drin. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Ja, ich auch. Und IWGP United States Heavyweight Title Match. Kenny Omega gegen Jeff Cobb. Das einfach mal so. Ja, ne? Kann man bringen. Ich meine, Jeff Cobb hat ja schon seit Anfang des Jahres so ein bisschen, als Kenny Omega noch bei New Japan diese zwei Tage war, hat er ja schon ein bisschen eine Ambition potenziell klar gemacht. Jetzt will er sich den Titel holen. Ist es für mich so ein klarer Weg in die Richtung eines gewissen Will Ospreys. Dann kurz oder lang. Der leider jetzt auch verletzt ist und deswegen nicht beim WrestleMania-Wochenende seine Matches bestreiten kann. Ist sehr, sehr, sehr schade. Der hatte auch ein, zwei echt fantastische Matches, unter anderem gegen Mike Bailey auf dem Plan, die jetzt eben nicht bestreiten kann. Er wird doch die nächste New Japan Tour aussetzen. Hauptsache, der ist bis zum G1 wieder fit, ne? Ja, er muss ja den G1 gewinnen. Deswegen, ja. Na klar. Bis dahin wird er fit sein. Wo gibt denn Kenny Omega seinen Titel ab? Wenn er ihn überhaupt abgibt. Meinst du, wird vakantiert irgendwann, oder? Also, wir müssen ja jetzt nicht hier groß über New Japan reden, aber mein Szenario, was in meinem Kopf besteht, seitdem ja Kenny Omega Will Ospreay am Anfang des Jahres besiegt ist, ist einfach, dass Will Ospreay Okada bei Forbidden Door besiegt. Ah, okay. Dass Ospreay den G1 gewinnt und dann ein Jahr nach der Titel. Du meinst, Omega gewinnt gegen Okada bei Forbidden Door? Richtig, genau. Okay. Sorry. Dann passt es zu meinem Plan auch, okay. Ja. Omega gewinnt den IWGP World Title gegen Okada im Main Event von Forbidden Door. Mhm. Und dann gewinnt der G1-Sieger Will Ospreay gegen Kenny Omega den World Title bei Wrestle Kingdom. Ja. Der US-Title wird vergessen werden oder wird gedroppt werden oder was auch immer, weil man zwei US-Title hat. Man hat ja noch den Strong Openweight Title bei New Japan in der Kenta derzeit. Und der Titel ist eigentlich, was heißt wichtiger? Ist er nicht. Aber er wurde zumindest regelmäßig verteidigt bei diesen Strong-Shows, was ja die TV-Show-Pfad in Amerika gewesen ist von New Japan. Die Dinger musst du sowieso irgendwann vereinigen. Also lass doch einfach sagen, Kenny Omega, okay, ich will den Titel nicht mehr. Das ist jetzt, der wird jetzt so integriert wie der Intercontinental-Title damals in den IWGP World-Title. Und dann könnt er mich mal. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was zwischen Omega und Ospreay passiert. Und deswegen wird er irgendwann, glaube ich, einfach vakantiert werden. Ich habe mir auch einfach gedacht, die Variante, was du da sagst, wir haben da schon drüber gesprochen, ich bin da voll und ganz bei dir, dieses Match Omega gegen Okada sehe ich da auch. Ich könnte mir vorstellen, dass er den herausfordert und dann gesagt wird, ja, kannst du machen, aber den Titel gibst du vorher ab und dann wird der halt bei Forbidden Door neu ausgefochten. Das kannst du natürlich auch machen. Dafür ist Forbidden Door natürlich die ideale Veranstaltung, ohne Frage. Ja. Das wäre so meine Idee gewesen dahinter. Ja, kannst du auch ohne Probleme machen, ja. Und ich bin auch jetzt, also die Shows, die nächsten, also wie gesagt, Climax ist nichts für mich, da gucke ich vielleicht mal letzten Tag, wenn dann so das Ende kommt, weil ich schaffe wieder, ich habe mir viel mehr Wrestling vorgenommen, als ich wieder schaffe, wie immer.
Es klappt wieder nichts von dem, was ich mir da vorgenommen habe. Aber so Sachen gucke ich mir dann schon mal an, was da so wichtig ist. Ja, damit sind wir quer durch AEW in fast 2 Stunden durch. Es war viel zu erzählen, doch noch, ne? Gar nicht gedacht. Natürlich. Gut, Ring of Honor dabei, ein bisschen nötig. Wir haben gar nicht über CM Punk groß gesprochen. Nee, müssen wir über CM Punk noch sprechen? Na, um Gottes Willen. Wir haben es einmal erwähnt, das reicht vollkommen aus. CM Punk soll sich, vielleicht sollte er einfach für seine Frau die Kisten zur Signierstunde bringen und einfach nicht mehr antreten. Ja, er hat genug Geld. Ja. Soll seine Knochen schonen und uns in guten Gedanken schwelgen lassen, wenn wir an ihn denken. Genau, und sich irgendwas suchen, was ihn nicht so aufregt, was vielleicht für ihn angenehmer ist. Gibt es das? Gibt es ein Hobby, was CM Punk nicht aufregen wird? Vielleicht muss er eine Bugsendung machen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Backen mit CM Punk. Das ist auch was. Straight Edge Baking. Straight Edge Baking. CM Backen. Keine Ahnung. Gute Idee, gute Idee. Ja, Florian, da war's wieder. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, darauf freust du dich jetzt bei AEW in nächster Zeit? Im nächsten Quartal schon mal so Foreshadowing? Hast du irgendwas, wo du sagen würdest? Naja, Forbidden Door, ne? Mhm. Generell, AEW ist und bleibt das beste Wrestling-TV-Produkt. Speziell, wenn man auf Wrestling guckt. Ja. Da gibt es regelmäßig das beste Wrestling der Welt zu sehen. Das in TV-Form vor mehreren tausend Leuten. Großartig. Deswegen, ich freue mich da auf jeden Mittwoch quasi. Mhm. Ich bin mal gespannt auf diese Reality-Show, dieses AEW All Access, weil das ja nicht Reality ist, sondern weil das ja mehr, okay, wir filmen euch ein bisschen, während ihr Backstage eure Sachen macht. Vielleicht ein bisschen gescripteter, aber trotzdem eben, wie sieht's Backstage aus? Hauptsache nicht, also weniger Total Divas, genau, es fiel mir gerade der Name nicht mehr ein. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, Total Divas war eine Zeit lang auf meiner Trash-TV-Liste relativ weit oben. Gerade die ersten 2 Staffeln waren es, glaube ich. Okay. Die haben mir noch Spaß gemacht, danach wurde es schwierig. Das war doch, wo Paige noch dabei war, glaube ich, am Anfang, ne? Also die alte Paige als 18-Jährige. Ich könnte es dir nicht sagen. Ich habe nie Total Divas geguckt, tatsächlich. Ach, Florian, du verpasst was. Nee, danke, ich lasse es lieber. Ich würde mich auch mehr wünschen, dass es mehr so wie Being the Elite-Style, wir verfolgen eine Person Backstage ist. Und wenn es dann mal einen Angle gibt, ne? Meine, es soll ja auch ein bisschen was zu All Out geben, was letztes Jahr ja stattgefunden hat. Und ein Schelm, wer denkt, dass CM Punk dann doch nochmal zu AEW zurückkommt. Ein Schelm. Wer denkt. Ich habe gerade so eine, erinnerst du dich an diese Comedy-Serie bei WWE auf dem WWE Network? Dieses Camp WWE? Du meinst SmackDown? Nein, ja doch, ich kenne Camp WWE noch, ja. Wo die ein bisschen über die Sachen lustig gemacht haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass dir sowas vielleicht mit einmal, obwohl das passt eher zu Being the Elite. Also ich habe nicht diese erste Show gesehen, die ja jetzt debütiert ist am Wochenende. Ich habe nur den Trailer gesehen und der sah eher so aus. Wir möchten gern das Backstage-Drama, die echten Menschen hinter den Wrestlern zeigen. Ah, okay. Hätte ich kein Problem mit. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ist ja die Alternative zu Roads to the Top quasi, nur dass es sich mit verschiedenen Persönlichkeiten von AEW beschäftigt. Ist für mich einfach nur ein Zeichen, dass das Verhältnis zwischen Warner und AEW ein sehr, sehr gutes ist. Und ich meine, hey, wollt ihr noch eine Show haben? Ja klar, her damit, Content. Die wollten halt zwar kein Ring of Honor haben, aber die wollen halt anderes Alternativprogramm haben. Ne? Verschiedene Facetten von einem Produkt. Finde ich voll ganz okay. Ja gut, damit sind wir durch. Wir freuen uns aufs nächste Quartal. Wir hören uns im nächsten Quartal auf jeden Fall wieder. Und bis dahin bleibst du hoffentlich gesund. Und hoffentlich werdet ihr wieder gesund, wenn ihr wie ich an Corona gelitten habt. Nein. Ja, gute Besserung an alle nochmal. Ja. Florian? Es war wie immer ein Fest, mit dir zu sprechen. Gerne wieder. Ich freue mich auf die nächsten 3 Monate, die wir dann wieder rekapitulieren werden. Ja, ich mich auch. Mal gucken, ob wir wieder was hier ein paar reden müssen. Ohne Frage. Ja. Loja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Erhol dich weiter gut. Kuriere deine Stimme. Versuch dir noch ein bisschen was von dem sexy Klang zu behalten für die nächsten Podcasts. Da freuen sich deine Kollegen auch. Sicherlich. Und wir wünschen natürlich auch allen, die uns zuhören, wie gesagt, nochmal gute Besserung, wer sich auch was geholt hat. Ansonsten genießt Wrestling, ärgert euch nicht zu sehr bei schlechten Sachen und lobt auch mal das Gute, bevor die Leute irgendwann nicht mehr da sind. Das ist ganz wichtig. Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht und sagen dann mal bis demnächst. Macht es gut, bis dahin.